Ja, nachdem ich in Bayern aufgewachsen bin, sage ich Grüß Gott beieinander, konkret im Allgäu, in Kaufbeuren im Allgäu. Aber da merkt man nicht nur allzu viel davon heute. Meine Damen und Herren, ich darf mich entschuldigen, dass ich zu spät gekommen bin. Ich hatte vor, um 16.47 Uhr in Basel SBB zu sein. Sie hören nichts mehr? Und dann musste der Zugführer leider die Geschwindigkeit drosseln wegen irgendeinem Problem an der Scheibe, was man wahrscheinlich schon vor 3 Tagen wusste. Man hat den Zug aber trotzdem eingesetzt. Und dann habe ich meinen Anschlusszug in Hannover nach Zürich nicht bekommen, sondern musste 1 Stunde warten. Und der hat dann nochmal ungefähr 30 Minuten Verspätung eingefahren, wegen verschiedener Probleme. Und wie ich die Kommentare richtig verstanden habe, Deutsche Bahn. So ist es, seit sie privatisiert worden ist. Läuft das so? Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten wird da gewirtschaftet und nicht nach Kundengesichtspunkten. Das ist der Unterschied zur Schweizer Bahn. Ja, zu meiner Person selber. Ich war, wie gesagt, 38 Jahre lang in der Luftwaffe. In dieser Zeit 12 Jahre in NATO-Gremien für Deutschland und 6 Jahre in internationalen Stäben der NATO, im Ausland und im Inland. Und die letzten 6 Jahre im Bundesministerium der Verteidigung in Bonn damals noch. Und seit 2000 bin ich pensioniert. Ja, und seitdem habe ich Zeit, mich mit den Fragen intensiv auseinanderzusetzen, die wir heute Abend auch besprechen wollen. Ich habe mein Thema unter das Motto gestellt, Nachhaltigkeit als Beitrag zur Konfliktprävention. Ich nehme an, der Begriff Nachhaltigkeit ist Ihnen allen soweit vertraut. Es gibt aber auch eine Definition, eine offizielle. Das ist die Definition, die die Brundtland-Kommission bei den Vereinten Nationen schon vor einigen Jahren als offizielle Definition geprägt hat. Also es geht darum, die Bedürfnisse der heutigen Generation mit den Möglichkeiten der künftigen Generation in Übereinstimmung zu bringen. Das macht man normalerweise immer fest an solchen Geschichten, nicht wie erneuerbaren Energien oder fossilen Energien, aber das ist ja allen bekannt. Ich nehme an, Daniele Ganzer hat, was er hier vorgetragen hat, auch was zu Peak Oil gesagt. Er ist ja wohl, glaube ich, der Vorsitzende der Schweizer Sektion der Peak Oil Association of the Study of Peak Oil. Muss ich dazu nichts mehr sagen, aber es geht natürlich auch um viel an weitere Bereiche der Politik, die nachhaltig betrieben werden müssen. Und zwar in der Definition, wie die Frau Brundtland das formuliert hat, was wir eben gesehen haben. Ich habe deswegen diese kleine Karikatur zur Finanzkrise hier mit eingespielt. Was wir dort erlebt haben und immer noch erleben, ist ja, dass ein winzig kleiner Teil der Bevölkerung und derjenigen, die im Finanzwesen ihr großes Geld verdient haben, an dieser Finanzkrise auch bis heute verdienen. Und der große Rest, der sitzt eben außerhalb des Bootes und kann nicht rein, weil es angeblich voll ist. Nicht? Insbesondere in der Europäischen Union, die Schweiz hat das ja nicht so betroffen, aber in der Europäischen Union und dort in der Eurozone, haben wir ja seit Ausbruch der Krise katastrophale Zustände durch die Bedingungen, die man den Ländern auferlegt hat, um aus dieser Krise rauszukommen. Also besonders in Griechenland, in Portugal, aber auch in Spanien. Nicht? Mit einer sehr hohen Jugendarbeitslosigkeit, auch in Italien, über 50% Jugendarbeitslosigkeit. Das sind die Konsequenzen und Auswirkungen dieser Krise, die noch lange nicht überwunden ist. So wie man diese Krise herbeigeführt hat und so wie man sie bisher versucht hat zu entschärfen, kann man das nicht als eine nachhaltige Politik bezeichnen. Das ist alles andere als nachhaltig, denn wenn 50% der Jugendlichen keine Stellen finden, dann ist genau diese Bedingung der Brundtland-Kommission verletzt, nämlich für die künftigen Generationen eine Politik zu machen, die auch die künftigen Generationen denen ihre Chancen lässt und nicht nimmt.
Das sind die Bilder, die wir aus Athen gesehen haben, unmittelbar nach dem Ausbruch der Finanzkrise und den ersten Maßnahmen, die die sogenannte Troika aus EU, EZB und Internationalen Währungsfonds den Griechen auferlegt hat, um aus ihren Schulden rauszukommen. Das sind dann die Konsequenzen. Die unmittelbaren Auswirkungen einer nicht nachhaltigen Politik, die kann man immer sehr schön an der Energiefrage zum Ausdruck bringen, aber es gibt auch mittelbare oder nicht direkte Konsequenzen einer nicht nachhaltigen Politik. Zum Beispiel können Umweltschäden, egal aus welcher Quelle sie stammen, seien sie menschengemacht oder auch aus natürlichen Ursachen herrühren, können bereits bestehende Konflikte in Staaten und ihre Ursachen verschärfen. Also Umweltprobleme alleine lösen noch keine Konflikte aus, aber sie können bestehende Konflikte verschärfen und verstärken. Das sehen Sie hier an diesem Beispiel mit den degradierten Böden, das heißt Böden, die sind bereits nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kraft, um landwirtschaftliche Produkte auf hohem Niveau zu produzieren. Und wir sehen also, dass die degradierten Böden, stark zerstörten Böden, doch erheblich angewachsen sind. Und wenn man dann sieht, dass eben diese Böden, die also hier in Grau gezeichnet sind, dass die natürlich zwar wir in Kanada oder wir auch Russland zwar stabil sind, aber doch sich sehr nähern auch den Grenzen, den klimatischen Grenzen. Und die Weltbevölkerung natürlich nicht abnimmt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, welche Anstrengungen nötig sind, um auch die Weltbevölkerung künftig ordentlich ernähren zu können. Dort, wo es Probleme gibt um die Böden, zum Beispiel in der Sahelzone, das ist hier, in Nordafrika, dort sind bezeichnenderweise auch Konflikte da, die wir alle wissen. Und die werden sicherlich nicht durch die klimatischen Bedingungen und die landwirtschaftlichen Bedingungen vermindert. Den Begriff Nachhaltigkeit möchte ich auch erweitern auf die Bereiche, die ich hier aufgezählt habe. Die muss ich ja hier nicht im Einzelnen wiederholen. Zum Beispiel Rohstoffe. Wir wissen alle, auf welche Art und Weise im Kongo die Rohstoffe, die wir für unsere Mobiltelefone oder für andere elektronische Geräte benötigen, auf welche Wege die dort gefördert werden. Dort fördern im Wesentlichen Kriegsherren, regionale Kriegsherren, und verkaufen diese Rohstoffe auf eigene Rechnung an die westlichen Konzerne und bezahlen damit ihre Armeen und ihre Bürgerkriegsarmeen im Kongo, im Grenzgebiet zu Ruanda und in anderen Bereichen. Auch auf die Handelsbeziehungen und das Weltfinanzsystem, ich habe schon angesprochen, Rüstungsexporte, ein Thema grüne Gentechnik. Ich weiß nicht, ob Sie den Namen William Engdahl schon mal gehört haben. William Engdahl ist ein geopolitischer Analyst, der sich ganz besonders auch mit dem Thema genveränderte Saaten auseinandergesetzt hat und darüber auch ein Buch geschrieben hat, Seeds of Destruction oder Saat der Zerstörung. Ja, und natürlich auch auf Investitionen. Auch Investitionen in die Wirtschaft müssen langfristig sein und müssen nachhaltig sein. Sonst führt es zu Fehlinvestitionen mit den entsprechenden Konsequenzen. Und nicht zuletzt im Völkerrecht und bei der Konfliktregelung sind nachhaltige Lösungen erforderlich. Und wir sehen an derzeit zwei ganz aktuellen Beispielen in der Ukraine und auch im Nahen Osten, dass es dort im Nahen Osten seit Jahrzehnten keine nachhaltigen
Konfliktregelungslösungen gibt. Und in der Ukraine, seit die Krise dort ausgebrochen ist, also seit über November 1913, bisher ebenfalls keine nachhaltigen Lösungsansätze da sind. Hier gibt es ein paar Beispiele, das ist für diejenigen interessant, die noch ein bisschen nachlesen möchten. Konfliktherde durch eine nicht nachhaltige Politik im OSZE-Raum mit dem entsprechenden Link und in Afrika. Dieses ENCO-Projekt, was hier unten steht für Afrika, das ist an der Eidgenössischen TH Zürich entwickelt worden vor einigen Jahren. Und wer sich dafür interessiert, der kann nachschauen. Und es gibt das Gleiche dann noch für den pazifischen Raum. Wir sehen also, dass in beiden Teilen der Welt solche Konfliktherde existieren, die durch eine nicht nachhaltige Politik entstanden sind. Eine nachhaltige Politik, und das ist eigentlich für mich der wichtigste Punkt, eine nachhaltige Politik verringert die Möglichkeiten von interessierten Kräften in der Welt, mit Hilfe solcher Konflikte Politik zu machen, indem man sich auf solche Konflikte draufsetzt, versucht sie zu steuern und im eigenen Interesse zu kanalisieren. Also wenn wir das Beispiel Ukraine nehmen, die Proteste auf dem Maidan, die waren natürlich berechtigt gegen die Oligarchenwirtschaft, gegen undemokratische Strukturen in der Ukraine, von der Bevölkerung gesehen, waren die berechtigt. Aber darauf haben sich dann andere Kräfte draufgesetzt. Sie haben möglicherweise das Telefonat von Victoria Nuland mit dem amerikanischen Botschafter in der Ukraine vielleicht gesehen auf YouTube. Anfang Februar, Victoria Nuland ist im Außenministerium der USA zuständig für Europa und für Osteuropa. Eine neokonservative Republikanerin. Und die hatte diesem Telefongespräch mit ihrem Botschafter, als der ihr schilderte, was da so alles läuft und was die Europäische Union für Vorschläge gemacht hat zur Ukraine. Er hat dieses berühmte Wort gesagt, fuck the EU. Was also im Deutschen, würde man sagen, scheiß EU, nicht? Die Amerikaner haben dann eine andere Herangehensweise, fuck the EU, weil sie nicht wollte, dass die Europäische Union mit ihren Vorstellungen zur Lösung der Ukraine-Krise durchdringt. Und dann hat sie dem Botschafter ganz klar Anweisungen gegeben und gesagt, wen die USA als Ministerpräsidenten in der Ukraine haben möchten. Nicht Klitschko, der von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Deutschland unterstützt worden ist und von Frau Merkel. Nein, sie hat gesagt, we want Jatz. Und Jatz ist es geworden, er ist es bis heute, Ministerpräsident. Also das ist ein klares Beispiel dafür, wie man bestehende Konflikte für politische Ziele von außen instrumentalisieren kann. Wenn ich also eine nachhaltige Politik betreibe, dann reduziere ich die Möglichkeiten, zum Beispiel für die USA oder für andere Akteure, diese Konflikte zu benutzen, um die eigene politische Agenda in so einer Gegend durchzusetzen. Das Wasserproblem, weil es so schön greifbar ist, Sie sehen hier die Süßwasserreserven der Erde im Vergleich zum Salzwasser, also signifikant geringer, die Menge des verfügbaren Süßwassers und die Verteilung in solchen potenziellen Konfliktregionen wie im Nahen Osten oder auch in Afrika. Nicht hier nochmal eine Karte. Wo sitzt das Wasser? Wo ist das Wasser im Nahen Osten? Wo sind die Quellen? Die sind in der Türkei. Da gibt es die beiden großen Ströme, Euphrat und Tigris. Und wer hier am Oberlauf zum Beispiel Stauden gebaut und damit den Wasserzufluss
nach Syrien oder den Irak kontrollieren kann, der hat ein Mittel in der Hand, um Politik zu beeinflussen. Und deswegen braucht es für solche Gegenden, die also von Wasser abhängig sind, dass sie selbst nicht erzeugen oder was in ihrem eigenen Land nicht erzeugt wird, also wo die Quellen nicht im eigenen Land liegen, braucht man internationale Abkommen oder Regelungen, damit das zu beiden Teilen zufriedenstellend gelöst wird. Es gibt diese Abkommen auch auf der Ebene der Vereinten Nationen, aber trotzdem ist das immer ein potenzieller Streitherd. Hier sehen wir nochmal in Israel, da ist die Situation besonders krass, weil Israel einen signifikant höheren Anteil an Wasser aus dem Jordan entnimmt als die Palästinenser. Das hängt natürlich mit dem Lebensstandard zusammen, der in Israel höher ist. Je höher der Lebensstandard, desto höher der Wasserverbrauch. Aber es hängt auch damit zusammen natürlich, dass Israel eine sehr wasserintensive Landwirtschaft betreibt und dadurch sehr viel Wasser verbraucht. Während die Palästinenser sich, als wäre ein Bruchteil der Zahl, die sie hier des Wassers zufrieden geben müssen. Hier seht ihr mal die Zahlen. Das erneuerbare Wasser insgesamt, davon Israel 483 und die Palästinenser 118 Millionen Kubikmeter. In Afrika sieht es ähnlich aus. Ägypten als sozusagen Nullerzeuger verbraucht die Masse des Nilwassers, das also nicht in seinem Land entsteht, sondern im Sudan und in anderen Quellgebieten. Auch das immer ein Streitpunkt, den man, wie sagt man, in der Wirtschaft in Form einer Win-Win-Situation, also wir zum Vorteil aller Beteiligten lösen muss, damit es nicht zu Streitigkeiten führt, die dann von anderen benutzt werden können, um ihre Politik durchzusetzen. Das ist ein nicht nachhaltiges Beispiel in der Landwirtschaft. Das war mal Regenwald, tropischer Regenwald. Dort stehen jetzt Monokulturen, Ölpalmen, für unsere kosmetische Industrie und für vielerlei andere Zwecke bei uns benötigt werden. Das ist Brandrodung am Amazonas, das dem gleichen Zweck dient. Hier werden nicht Ölpalmen angebaut, sondern hier wird Soja angebaut. Nach der Rodung. Das sieht dann so aus, wie hier in Paraguay. Auch das war mal Regenwald. So, die Konsequenzen sind soziale Spannungen in der Region, die hier auf diesem Bild deutlich werden. Zurück. Sie sehen, da ist Polizei dabei und die Bauern, die hier also von ihren Ländereien vertrieben worden sind, zugunsten großflächiger, mit landwirtschaftlichen Maschinen bewirtschaftbarer Flächen, mit dem Sojaanbau, die protestieren natürlich zu Recht, weil ihnen die Ernährungsgrundlage entzogen worden ist. Was hat das mit uns zu tun? Das hat mit uns eine ganze Menge zu tun, hier in Europa. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, wie die Landwirtschaft in der Schweiz im Einzelnen organisiert ist, aber in Deutschland gibt es riesige Schweinefabriken, wenn Sie so wollen, mit 100.000 Schweinen. Und die werden natürlich gefüttert mit dem importierten Soja. Von da aus Paraguay, aus Argentinien, aus anderen lateinamerikanischen Ländern, damit wir, die Deutschen jedenfalls, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, billige Schnitzel essen können, vielleicht möglichst zweimal am Tag. Das ist eben nicht nachhaltig, aber die Quelle und die Ursache für diesen Raubbau an der Natur in Lateinamerika, die liegt nicht in Lateinamerika, sondern die liegt hier in Westeuropa, und in den USA, also in den Ländern, die man als den Westen bezeichnet, mit ihrem Lebensstandard und ihrem Anspruch, dass eben jeden Tag Fleisch auf dem Teller sein müsse. Also das ist eine Konsequenz, wenn man dann solche Unruhen hat, auch unseres eigenen Lebensstils.
genetisch veränderte Saaten, das sind die Täter, die Firmen, die an solchen genveränderten Saaten beteiligt sind, an der Entwicklung und am Vertrieb. Das ist das Buch Seeds of Destruction oder Seeds of Suicide. Dort wird auf das Buch von William Engdahl eingegangen. Wer kennt die Webseite Global Research von ihm? Das ist die Webseite von Michel Chodorowski. Der ist Entwicklungsökonom ursprünglich, aber der hat seine Webseite also sehr breit aufgestellt. Also nicht nur zu ökonomischen Themen, sondern auch zu geopolitischen, zu Themen der internationalen Politik. Und dort schreiben gute Leute aus dem englischen Sprachraum. Es lohnt sich, immer wieder mal drauf zu schauen. Das Interessante ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen gentechnisch veränderten Saaten, dem Bericht des Club of Rome 1972, Grenzen des Wachstums, und einer Studie, die Henry Kissinger veranlasst hat, im Jahre 1972 oder 73, 72 glaube ich, 73. Das nennt sich National Security Study Memorandum 200. So sieht das aus. Und ist von Richard Nixon in Kraft gesetzt worden. Diese Studie beschäftigt sich mit dem Zuwachs der Weltbevölkerung und kommt zu dem Schluss, dass eine unkontrollierte Zunahme der Weltbevölkerung eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten ist. Ja? Also ein Ansatz, ein theoretischer Ansatz, der auf einen britischen Pfarrer zurückgeht, der hieß Malthus. Und deswegen nennt man der zum ersten Mal das Problem der Überbevölkerung im 19. Jahrhundert thematisiert. Und dass die Leute, die sich eben heute mit solchen Fragen beschäftigen und sagen, wir müssen also die Weltbevölkerung eindämmen, die nennt man Neo-Malthusianer. Und Henry Kissinger ist einer dieser Neo-Malthusianer. Und auch in der Rockefeller Foundation gibt es sehr viele, die dort arbeiten, die von diesen Ideen infiziert sind, kann man sagen. Also Sie sehen, es ist hier insbesondere, sind hier angesprochen, die sogenannten LDCs, also die Less Developed Countries, die weniger entwickelten Länder. Es geht nicht um Bevölkerungswachstum im Westen, sondern es geht um Bevölkerungswachstum in Schwellen- und Entwicklungsländern. Das ist die Gefahr für die nationale Sicherheit der USA. Und dagegen muss man natürlich etwas tun. Und aus diesem Dokument sind dann die ganzen Einflüsse auf die Vereinten Nationen entstanden, zur Geburtenkontrolle, zur Familienplanung, und was naturgemäß in vielen Regionen der Welt auf heftigen Widerstand gestoßen ist, auch im Vatikan. Also bei der Bevölkerungskonferenz 1973 in Kairo gab es heftige Auseinandersetzungen zwischen den Vereinigten Staaten und der katholischen Kirche zu diesem Thema. Aber auch in der islamischen Welt wurde dagegen heftig Stellung genommen. Also Sie sehen, das ist also entnommen, ein Zitat aus dieser Studie. Und dahinter steht letztendlich nichts anderes als eine Idee, die schon 1948 geäußert worden ist, von einem Mann, der heißt George F. Kennan. Der ist uralt geworden, ist erst vor wenigen Jahren gestorben. George F. Kennan war Historiker und war Botschafter der Vereinigten Staaten in der Sowjetunion bis 1946, so etwa. Und ist dann zurückgegangen in die USA und hat in den USA im Außenministerium die Planungsgruppe geleitet. Und auf ihn geht die sogenannte Truman-Doktrin zurück aus dem Jahr 1948.
Der Präsident Truman hat ihn in Kraft gesetzt, George F. Kennan hat sie geschrieben. Also das Prinzip der Eindämmung der Sowjetunion, des Zurückdrängens der Sowjetunion, also des ehemaligen Partners sozusagen und Alliierten im Zweiten Weltkrieg, nicht? Das Zurückdrängen der Sowjetunion. George F. Kennan hat formuliert in einem Artikel in der Zeitung der Foreign Affairs, das ist die Zeitung für die amerikanische Außenpolitik, die Zeitung des Council of Foreign Relations. Und dort hat er 1947 einen Artikel geschrieben unter Pseudonym Mr. X. Und an die Spitze dieses Artikels hat er gestellt die Überlegung, dass die Vereinigten Staaten über so und so viel Prozent der Weltbevölkerung verfügen, ein sehr geringer Anteil an der Weltbevölkerung, aber über den Großteil am Weltinlandsprodukt, an den Ressourcen und dass sie einen sehr hohen Lebensstandard haben. Und er hat dann etwas verklausuliert gesagt, und das möchte bitte auch in Zukunft so bleiben. Ja? Und deswegen solle man gar nicht sentimental sein und an irgendwelche humanitären Geschichten denken, sondern man sollte einfach dem Prinzip folgen, also dieser Abstand, der muss so bleiben, nicht? Also in der Welt, damit wir unseren Lebensstandard weiterhin, in Klammern, das hat er nicht gesagt, aber gemeint, auf Kosten der anderen erhalten können. Also eine ziemlich zynische Herangehensweise. Und dieses Zitat steht für mich im unmittelbaren Zusammenhang mit dem, was wir hier sehen. Also wenn ich das Saatgut der Welt kontrolliere, wenn ich in Indien, wo das ein besonderes Problem ist, die Bauern zwinge, Saatgut zu kaufen, das selbst nicht mehr keimfähig ist. Das heißt, der Bauer kann einen Teil der Ernte nicht reservieren für die nächste Aussaat, weil diese Saat eben nicht keimfähig ist, sondern ist er gezwungen, neues Saatgut zu kaufen und sich zu verschulden. Es ist bekannt, dass also die Zahl der Selbstmorde von indischen Bauern in den letzten 10 Jahren signifikant angestiegen ist, seit dort eben solche genveränderten Saaten angebaut werden dürfen. Das führt letztlich natürlich auch, im Kalkül zumindest, zu einer Bevölkerungskontrolle. Also wenn ich dieses Zitat, was hier steht, das wird normalerweise also Henry Kissinger zugeschrieben. Ich habe nirgends einen Beleg gefunden, aber es kommt immer wieder dieses Bild. Aber es würde passen, wenn er es gesagt hätte. Nicht? Also kontrolliere das Öl und du kontrollierst die Nation, kontrolliere das Essen und du kontrollierst die Nahrungsmittel und du kontrollierst die Menschen. Auf dieser Basis ist dieses NSM 200 entstanden, aufgrund solcher Überlegungen. Nicht? Das ist nochmal der Titel des Buches von William Engdahl. Das ist erhältlich und auch auf Deutsch heißt es Saat der Zerstörung. William Engdahl ist bekannt geworden als mit seinem ersten Buch mit der Ölwaffe zur Weltmacht. Ist schon vor 10 Jahren rausgekommen. Häufiger Gast bei Russia Today. Als Interviewpartner. Russia Today ist auch bekannt. Demnächst gibt es auch Russia Today auf Deutsch. Aber die üben noch. Also die sind in Berlin. Die Redaktion ist in Berlin. Ja, die wollen perfekt sein und die messen also jeden Schritt aus dort in der Redaktion. So, die sozialen Konflikte. Hier nochmal ein Bild. Die entstehen aus einer nicht nachhaltigen Landwirtschaft. Und damit kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Thema, warum eine nachhaltige Politik so wichtig ist. Es gibt ich sage das zumindest, und ich kann das auch mit einer gewissen, Plausibilität begründen. Es gibt eine angloamerikanische Konstante in der Außenpolitik oder in der internationalen Politik seit ungefähr gut 100 Jahren. Ich habe zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum von einem Akademiker im Jahre 2012
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Kommentar gelesen von einem Neuhistoriker aus Passau, von der Uni Passau, Hans-Christoph Kraus. Der hat sich zum Syrien-Konflikt geäußert und hat gesagt, unter der Überschrift, und ihr denkt, es geht um einen Diktator. Ja? Und da hat er jenen Geografen erwähnt, der hier auftaucht als Name, nämlich Halford Mackin. Der hat eine Theorie entwickelt, die sogenannte Heartland-Theorie oder Herzland-Theorie. Die ist hier bildlich dargestellt. Also das Herzland bezeichnet er als Pivot Area. Also Dreh- und Angelpunkt. Pivot heißt Dreh- und Angelpunkt. Und diese Pivot Area ist für ihn die entscheidende, um diesen eurasischen Kontinent in seinem amerikanischen Anlass zu beherrschen. Hier nochmal die gesamte Welt, diese Pivot Area. Sie sehen also, dass das im Wesentlichen die Russische Föderation ist, ne? Die Pivot Area. Und das ist sie in drei Sätzen zusammengefasst. Also, wer Osteuropa beherrscht, beherrscht das Herzland, also diese Pivot Area. Wer das Herzland beherrscht, beherrscht die Weltinsel. Damit meint er die Weltinsel. Also Eurasien, den Doppelkontinent nennt er die Weltinsel. Und wer die Weltinsel beherrscht, beherrscht die Welt. Das hat er dann nochmal, nachdem er 1904 diesen Aufsatz geschrieben hat, der hieß The Geographical Pivot of History, der geografische Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, hatte die gleichen Ideen nochmal 1919 in einem Buch Democratic Ideas and Reality beschrieben, unmittelbar vor der Friedenskonferenz von Paris 1919 nach dem Ersten Weltkrieg. Dieses Buch ist, wenn man klug sucht, als PDF-Datei im Internet herunterzuladen. Der ursprüngliche Aufsatz von 1904, der ist nur im Archiv in London an der Uni bei den Geographen. Ich habe so ein Faksimile so vom Deckblatt, aber das hilft ja nicht viel weiter. Ne? Warum hat er diese Idee entwickelt? Und warum ist das für ihn das Credo gewesen? Er hatte Angst als Engländer, dass Großbritannien sich darauf verlässt, weil es die Weltmeere als die größte Seemacht damals beherrschte, damit auch schon dauernde Dominanz in der Welt ausüben könnte. Also sie waren auf allen Weltmeeren zu Hause, im britischen Imperium ging die Sonne nicht unter, die hatten Kolonien von Kanada bis Australien und Neuseeland und fühlten sich nach seiner Beurteilung einfach zu sicher. Und sagt, und ihr vergesst, dass es da einen riesigen Landblock gibt, nämlich dieses Eurasien, Europa und Asien mit dem Annex Afrika. Denn dort leben die meisten Menschen, dort gibt es die meisten Ressourcen. Das Öl kam damals langsam so in Mode, nicht? Man stellte bei den Schiffen um von Kohle auf Öl. Die Bagdad-Bahn wurde geplant, nicht? Vom Deutschen Reich, von der Türkei durch den Irak, den heutigen Irak, bis an den Golf von Persien. Und dann hat er gesagt, wenn ihr also euch sicher sein wollt, auch künftig die dominierende Rolle in der Welt zu spielen, dann müsst ihr euch dieses Kontinents ganz besonders annehmen und müsst jede Koalition auf diesem Kontinent verhindern, die gegen eure Interessen gerichtet ist. Ja? Das war den Briten nicht so fremd, diese Idee, weil sie schon seit einigen Jahrhunderten auf dem Kontinent, die Engländer sagen ja the continent, nicht, wenn sie Europa meinen. Nicht? We are the island,
And you are the continent. Also Sie reden immer vom Kontinent, wenn Sie Europa meinen. Und er sagte, wenn also auf diesem Kontinent eine Konstellation entsteht, die den englischen Interessen entgegengesetzt ist, dann muss man da etwas tun, dann muss man eingreifen. Und das war eine sozusagen Erweiterung der Politik, die die Engländer aber schon jahrhundertelang betrieben hatten. Bis heute nennt man sie Balance of Power, also das Gleichgewicht der Mächte auf dem Kontinent. Das bedeutete, sie haben immer sich mit zwei Schwächeren gegen einen vermeintlich Stärkeren auf dem Kontinent verbündet, um den nicht zu groß werden zu lassen. Das hat jetzt aber eine neue Qualität bekommen, nachdem das Deutsche Reich gegründet war. Denn jetzt ging es nicht mehr darum, mit Preußen und einem kleinen Herzogtum gegen irgendeinen anderen kleinen sich zu verbünden, sondern plötzlich war da eine wesentlich größere politische Einheit da, die noch dazu wirtschaftlich, ökonomisch, wissenschaftlich prosperierte und zum Konkurrenten wurde. Das war sozusagen der Hintergrund von Mackinders Überlegungen. Ich muss dazu noch sagen, dass dieser Mann nicht nur Akademiker war. Er war also nicht nur Geograf an der Uni in London, sondern er war einer der hochrangigen Berater der englischen Delegation 1919 in Versailles, also bei der Pariser Konferenz nach dem Ersten Weltkrieg, wo die Friedensordnung nach dem Ersten Weltkrieg verabredet wurde. Er war Mitbegründer der London School of Economics. Und er war vor allen Dingen auch einer der Mitbegründer des Royal Institute on Foreign Affairs. Das ist das Gegenstück zum Council on Foreign Relations in den USA, wo die englische Außenpolitik oder sagen wir die angloamerikanische Außenpolitik vorgedacht wird. 1921 sind beide zeitgleich gegründet worden. Also ein politischer Mensch mit politischem Einfluss und nicht nur akademischem Einfluss. Das ist das Cover des Buches, was man im Internet finden kann. Und das ist der Aufsatz von 1904 im Geographical Journal. Und da gibt es interessanterweise 2007 ein Buch, das heißt Gordon Gold, von Walter Russell Mead, Britain, America and the Making of the Modern World. Und da sagt er, gibt es leider nicht auf Deutsch. Da unterhält er sich mit dem Dekan historischen Fakultät der Universität von Kalifornien. Das ist ein Video, das kann man bei YouTube runterladen, über sein Buch und was er damit meint, was er damit sagen wollte. Und die Überschrift heißt The Anglo-American Maritime System, also das angloamerikanische maritime System. Und die Botschaft heißt an die amerikanische Politik, dazu muss man wissen, er ist nicht nur Akademiker, so wie Mackinder, sondern er ist Mitglied des Council of Foreign Relations. Der Herr Walter Russell Mead. Also er ist aktiv in der Formulierung der Politik beteiligt. Wie heißt das in der Schweiz? Also in Deutschland heißt das Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Gibt es hier auch sowas in der Schweiz? Es ist keine Regierungsstelle, sondern ein parteiübergreifende Denkfabrik, die auch gerne gefördert wird von großen Konzernen. Also das ist die Botschaft, die sagt, ihr müsst unter allen Umständen die maritime Ordnung aufrechterhalten. Das spricht die Weltmeere beherrschen. Und erinnert praktisch noch einmal an die Grundüberlegung von Mackinder, indem er sagt,
Diese maritime Ordnung oder dieses Maritime System, wie er es sogar nennt, ist entscheidend, um sozusagen den eurasischen Kontinent zu beherrschen. Da gab es da zwischendrin, aber das können wir vielleicht nachher in der Diskussion nochmal klären, einen Mr. Spickman, der auch Analyst war, der hatte so eine kleine Variante zu Mackinder ins Spiel gebracht und darauf zielt hier also der Walter Russell Mead ab. Es gab dann 1992 schon, gab es einen sogenannten No Rivals Plan, der ist hier veröffentlicht worden. Und der im Grunde genommen die Ideen von Mackinder nochmal im modernen Gewande 1992 beleuchtet hat und nochmal betont hat, wir dürfen in diesem Gebiet keine Rivalen, ausdrücklich Rivalen entstehen lassen. Sprich Rivalen, die unsere Stellung in der Welt, unsere amerikanische Stellung in der Welt bedrohen. Denn Sie hören das ja wieder, Präsident Obama hat ja gerade vor wenigen Monaten in West Point, nachdem er einen Offizierlehrgang verabschiedet hat, nochmal betont, we are the indispensable nation. Wir sind die unverzichtbare Nation und hat den Führungsanspruch der Vereinigten Staaten in der Welt noch einmal bekräftigt. Und deswegen dürfen natürlich keine Rivalen sozusagen diesen Führungsanspruch in Frage stellen. Also die kommen gar nicht auf die Idee, in anderen Kategorien zu denken, als in Rivalitäten. Man könnte ja auch sagen, wir setzen uns mal mit den BRICS-Staaten und Europa, und also der Europäischen Union und Lateinamerika an einen Tisch und überlegen mal, wie wir künftig so miteinander umgehen. Ne? So wie man das in Bretton Woods 1944 gemacht hat bei der Konferenz, wo die Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg besprochen wurde. Ne? Finanzsystem, internationale Währungsfonds, Weltbank, UNO. Das ist ja damals alles verabredet worden. Nein, das macht man heute nicht mehr. Und dann haben wir noch Mr. Brzezinski. Wem ist Brzezinski kein Begriff? Oder wer hat den noch nie gehört, den Namen? Das ist gut. Brzezinski war und ist ja auch nicht nur akademischer Lehrer. Er ist Professor für internationale Beziehungen. Seit Jahrzehnten hat Generationen von Studenten ausgebildet und geprägt. Sondern er hatte ja auch Regierungsämter. Er war unter Präsident Carter nationaler Sicherheitsberater. Also das, was heute Susan Rice ist bei Obama, nationale Sicherheitsberaterin, das war Brzezinski unter Präsident Carter. Und er hat 1997 dieses Buch geschrieben, The Grand Chessboard, die einzige Weltmacht auf Deutsch, ebenfalls im Internet herunterladbar, mit einem Vorwort von Hans-Dietrich Genscher. Und dort hat er nochmal also das Schachbrett definiert. Genau das ist das Schachbrett für Brzezinski. Und Sie sehen, wie sich das auffällig deckt mit den Überlegungen von Mackinder, bloß dass jetzt China noch mit dabei ist, ne? Bei dem Schachbrett. Dann gab es einen Vortrag von Robert Kaplan, ein bekannter Publizist in den USA, ein Neokonservativer, der Chefanalytiker ist bei einem privaten Nachrichtendienst in Austin, in Texas, der heißt STRATFOR, Strategic Forecast, STRATFOR abgekürzt. Die geben ein Newsletter raus, können Sie bestellen, da kriegen Sie die kostenlosen Artikel auf Ihr E-Mail-Konto. Und der hat in diesem Vortrag eindeutig nochmal auf Mackinder Bezug genommen mit diesem Satz. Also er hat ausdrücklich die Formulierung von Mackinder verwendet, im Jahre 2010. Brzezinski, wenn Sie Brzezinski Zitate suchen im Internet aus seinem Grand Chessboard, da gibt es also, Sie müssen nicht das ganze Buch lesen, aber es gibt Zitatensammlungen, und da werden Sie feststellen, dass er, ohne den Namen Mackinder überhaupt zu erwähnen,
genau dasselbe sagt wie McKinnon. Ja? Und er sagt, die Rolle der Europäer, der Schweiz vielleicht nicht, aber die Rolle der europäischen NATO-Mitglieder ist die Rolle von, und er sagt, um es mal in der Sprache des römischen Imperiums auszudrücken, tributpflichtigen Vasallen. Ja? Das ist die Aufgabe oder die Vorstellung aus amerikanischer Sicht über die Rolle der europäischen Staaten in der NATO. Tributpflichtige Vasallen. Wer das möchte, der kann das gerne tun. Ich möchte es nicht und deswegen wehre ich mich auch dagegen. Ich möchte weder ein Tributpflichtiger noch sonst ein Vasall sein. Und die Schweiz sicherlich auch nicht. Das heißt also, wenn ich in diesem Raum, der hier definiert worden ist, als die entscheidende Größe, wo die Musik spielt, könnte man sozusagen sagen, also in dieser Pivot Area, da liegen ja nun jede Menge Angriffspunkte für internationale Akteure. In Tschetschenien haben wir das erlebt. Dieser ganze Aufstand in Tschetschenien, wo man dann die russische Seite also beschimpft hat, weil sie da so grausam vorgegangen ist, die ist gesteuert worden über Saudi-Arabien mit wahhabitischen Kräften, nicht? Die also dort in Tschetschenien fundamentalistische Freiheitskämpfer, ja, haben sie genannt, ausgebildet haben, um Russland zu destabilisieren. Und das geschieht heute nach wie vor in den Kaukasusrepubliken. Und die sind ja nicht allzu weit entfernt vom Irak und von Syrien. Deswegen muss man das Ganze immer als einen Raum auch sehen. Also es geht hier darum, aus der Sicht der betroffenen Länder, dass man möglichst versuchen muss, den Amerikanern, ich sage jetzt einfach mal den Amerikanern, weil andere kommen ja nicht in Frage, keine Angriffspunkte zu liefern, um so eine destruktive Politik zu machen. Und da müssen die Chinesen aufpassen, was sie in ihrer Ostprovinz machen, also in der östlichen Provinz, die an Russland grenzt. Dort lebt ein Volk, das ist ein Turkvolk. Das sind keine Chinesen, sondern es ist ein muslimisches Turkvolk. Die Provinz heißt Xinjiang. Dort leben die Uiguren. Die Uiguren sind ein Turkvolk. Und die haben naturgemäß, sowohl von ihrer ethischen Herkunft her, als auch von ihrer religiösen Ausrichtung, haben die Probleme mit dem kommunistisch-konfuzianischen System in China. Und wenn die Chinesen dort nicht aufpassen, dann ist das der Angriffspunkt für die Amerikaner, um dort zu zündeln. Zum Teil versuchen sie es ja schon. Also dann muss China eine kluge Politik machen. Das habe ich hier schon vor einigen Jahren, also vor 2 Jahren, als ich den Vortrag zum ersten Mal erarbeitet habe, habe ich diesen Punkt hier aufgenommen. Das wird vielleicht zunächst nicht ersichtlich sein, warum das so wichtig ist, dass man die Dominanz des Dollarsystems aufbrechen muss, wenn man die Angriffspunkte für amerikanische Politik verringern möchte. Der Dollar ist eine ganz spezielle Währung. Sie ist einzigartig auf der ganzen Welt seit 1944, weil sie die akzeptierte Leitwährung ist, die jede Notenbank als Reserve halten muss im internationalen Geldsystem und weil sie die wesentliche Währung ist, in der die wichtigsten Güter der Welt im internationalen Handel gehandelt werden. Und das gibt den Vereinigten Staaten, also ihre nationale Währung ist für alle Staaten sozusagen verpflichtend, sie zu erwerben auf irgendeine Weise, weil ohne Dollar im Grunde genommen ein internationales Handelssystem nicht möglich ist. Also insbesondere Öl auf dem Weltölmarkt, Öl und Gas werden in Dollars gehandelt, bis heute jedenfalls. Jetzt sind wir aber schon dabei, oder wir haben gesehen, dass diese Dollardominanz von den 4 Staaten Brasilien, Russland, Indien, China mit dem Andenken von Südafrika in Frage gestellt wird. Man beginnt zunehmend den Handel untereinander in nationalen Währungen abzuwickeln, in gegenseitigen nationalen Währungen mit einer Clearingstelle. Auch der Iran macht
Öl- und Gasgeschäfte mit China in nationalen Währungen und damit ist der Dollar sozusagen umfahren. Nicht? Gaddafi und Saddam Hussein haben das auch gemacht und haben dafür ihre Quittung bekommen. Das ist der Grund gewesen für den Krieg gegen Gaddafi 2011 und gegen Saddam Hussein, weil damit eine Säule der amerikanischen Macht angegriffen wird. Nicht? Wenn der Dollar nicht mehr akzeptiert wird als Weltleitwährung, dadurch, dass man das Öl in Euro oder in anderen Währungen handelt und verkauft, dann bricht eine Säule der amerikanischen Machtpolitik weg. Oder die tragende Säule der amerikanischen Machtpolitik weg. Denn das Verführerische an der Sache ist ja für die Amerikaner, es kann ihnen ja niemand in die Bücher schauen. Nicht? Sie können ja Dollar drucken, so viel sie wollen. Solange die akzeptiert sind, ist das wunderbar. Und das, obwohl sie nicht mehr an das Gold gebunden sind. Also der Dollar ist nicht mehr an das Gold gebunden. Das war 1944 verabredet, dass der Dollar in einem bestimmten, Wert hatte, in Gold ausgedrückt. Und die Amerikaner haben sich verpflichtet, gegenüber der Welt, jeden Dollar, der in der Welt verfügbar ist, in Gold zu erstatten, wenn es denn gewünscht wird. Das war 1971 definitiv zu Ende, weil sie nicht mehr genügend Gold hatten, die Amerikaner, um das zu machen. Und deswegen hat Richard Nixon einseitig diesen Gold-Dollar-Standard, wie man ihn genannt hat, aufgekündigt. Seitdem hat der Dollar im Grunde genommen keine Basis mehr. Also, und trotzdem ist er, weil alle ihn weiterhin akzeptieren und benutzen, nach wie vor die Weltleitwährung. Das Problem ist, dass die Vereinigten Staaten ...1945 als stärkste Wirtschaftsmacht aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen sind. Sie waren der größte Gläubiger der Welt. Alle Welt war bei den Amerikanern verschuldet. Sie hatten eine riesige Industrie, die sie dann umgestellt haben auf Friedenswirtschaft. Und das hat dann unter anderem dazu geführt, dass sie bei der Umstellung von Kriegsproduktion auf Friedensproduktion brauchten sie Partner, nicht, dafür, also Absatzmärkte. Und deswegen hat man den Marshallplan damals für Europa aufgelegt. Und das ging eben bis 1971. Dazwischen lag dann der Vietnamkrieg und andere Dinge, wo die Amerikaner sich übernommen haben finanziell und ihre Goldvorräte erschöpft waren. Und von da an ging es ökonomisch definitiv mit den Vereinigten Staaten bergab, ohne dass das auf den ersten Blick sichtbar wird. Denn nachdem man den Dollar vom Gold gelöst hatte, stellte sich ja die Frage, wie erhalten wir ihn attraktiv genug für die Welt, ja, wenn praktisch nichts mehr dahinter steht. Und da ist man auf zwei Ideen gekommen, die nicht parallel, sondern hintereinander gemacht wurden. Die erste Idee war, wir erhöhen den Ölpreis, den Weltölpreis, um mehrere 100%. Ja, was bedeutet das? Alle Staaten, die über selbst kein Öl verfügen, die Öl kaufen müssen, müssen dann wahnsinnig viele Dollar nachfragen, um sich das Öl kaufen zu können, weil es ja in Dollar gehandelt wird. Und das hat man getan. Auf einer Konferenz 1973 ist das verabredet worden. Aber auf so eine raffinierte Art, dass in der Weltöffentlichkeit die OPEC und die Saudis als die Bösen dastanden, die die Ölpreise erhöht haben. Nicht? Das führte dann auch zu der sogenannten Ölkrise hier in Europa. Ich kann mich erinnern, wir hatten damals Sonntagsfahrverbot auf den Autobahnen, da sind wir Rad gefahren auf der Autobahn, weil das Öl zu teuer geworden war. Also es ging um 300% hoch, nicht? Und mehr, der Ölpreis, und das hat also erhebliche ökonomische Auswirkungen gehabt. Aber der Dollar wurde wieder nachgefragt. Und die zweite Aktion, die stattfand, die hat Paul Volcker gemacht.
Paul Volcker war Chef der amerikanischen Notenbank unter Präsident Reagan, aus Carter und Reagan. Und der hat den Leitzins der Notenbank innerhalb kurzer Zeit auf bis zu 20% angehoben. Können Sie sich das vorstellen? Wer kommt aus dem Geschäftsleben von Ihnen? Leitzins der Zentralbank, der Schweizer Nationalbank, 20%, was das für Unternehmen bedeutet, die investieren wollen, die Kredite brauchen. Ne? Das heißt, das war für die amerikanischen Unternehmen überhaupt nicht mehr tragbar, weil sie ja gar nicht langfristig planen konnten. Sie können mit einem Leitzins von 20%, und wenn Sie so einen Leitzins von 20% haben, dann zahlen Sie ja bei der Bank für den Kredit noch ein bisschen mehr, weil die wollen ja auch was dann verdienen. Ne? Das heißt, von über 20% können Sie keine langfristigen Investitionen vornehmen. Also Investitionen, die sich vielleicht erst in 4, 5, 6 Jahren rentieren. Nicht? Das kann man auf so einer Basis nicht machen. Da braucht man einen soliden, anständigen Zinssatz von 3, 4% oder so maximal. Das hat also dazu geführt, dass die amerikanischen Unternehmen weggegangen sind aus Amerika. Also das verarbeitende Gewerbe. Ne? Die sind weggegangen, überwiegend nach Asien. Und zunehmend auch nach China. Nach der Öffnung durch Deng Xiaoping, der wirtschaftlichen Öffnung Chinas. Und haben eben dort zu den besseren Bedingungen produziert, und zwar für den amerikanischen Markt. Ne? Sodass ein System entstanden ist, die amerikanischen Firmen sind nach Asien gegangen, haben produziert für den US-Markt, für den Verbraucher, haben dafür Dollars bekommen, die Firmen in China. Die Dollars haben sie zur Zentralbank gebracht, haben sie eingetauscht gegen chinesische Währung. Und die chinesische Zentralbank hat diese Dollars genommen. Und was hat sie damit gemacht? Nun, sie hat sie in amerikanischen Staatspapieren angelegt. Sprich, sie hat den Amerikanern ihr Haushaltsdefizit finanziert. Hm? Klar, da gibt es ein paar Prozent, wenn ich Staatsanleihen kaufe, aber im Grunde genommen ist es ein Schuldschein, den ich da erwerbe, nicht? Einen amerikanischen Schuldschein. Und von diesen amerikanischen Schuldscheinen hat China mittlerweile so ungefähr knapp 2 Billionen Dollar. In die amerikanische Industrie durften sie nicht investieren, die Chinesen, nicht? Die, also die chinesische Zentralbank, die die Dollars hatte, die Unternehmen in China, in den USA erwirtschaftet haben, weil die Amerikaner gesagt haben, nein, also in Schlüsselbereiche wie Ölindustrie oder so, da dürft ihr nicht investieren oder gar Rüstungsindustrie. Also blieb ihnen nicht viel übrig, als zu sagen, okay, entweder kaufen wir Immobilien oder wir kaufen amerikanische Staatsanleihen. Ne? So, und das hat zu einem System geführt, das im Grunde genommen pervertiert ist. Die US-Wirtschaft ist seit dieser Zeit, und das ist ja immerhin seit über 30 Jahren, nicht mehr international konkurrenzfähig in dem Maße, dass sie genügend exportieren könnte. Deswegen haben sie eine negative Zahlungsbilanz, eine negative Handelsbilanz. Sie importieren wesentlich mehr, als sie überhaupt exportieren. Und die ganze Ökonomie ist zu 70% eine Konsumökonomie, die noch dazu fremdfinanziert oder auf Pump finanziert ist. Das ist der Zustand der amerikanischen Wirtschaft. Und der zeigt sich nirgends besser als in Detroit. Die Stadt Detroit war früher der Sitz der amerikanischen Autoindustrie. Und diese Stadt Detroit steht mittlerweile in Konkursverwaltung, unter einem Konkursrichter. Es gibt ein amerikanisches Gesetz, ein amerikanisches Konkursgesetz für Gebietskörperschaften, Städte, Counties. Da fällt es drunter. Das ist der sogenannte Kapitel 9 der amerikanischen Insolvenzordnung. Und unter dieser Insolvenzordnung lebt derzeit Detroit. Also die wird von einem Insolvenzverwalter sozusagen gesteuert. Wie ein Unternehmen, das unter Insolvenz gestellt worden ist.
und dann einen Wirtschaftsanwalt oder einen Wirtschaftsprüfer als Chef sozusagen hat. So, und je mehr sich dieser Trend fortsetzt, also des ökonomischen Abbaus der USA, und der Trend setzt sich fort, und auch wenn man jetzt glaubt, man könnte mit billigem Fracking-Gas in den USA sich wieder industrialisieren, weil die Energie so billig ist. Wenn man sich reindustrialisieren möchte, was braucht man da in erster Linie? Natürlich auch Energie. Da braucht man Fachleute, da braucht man Menschen, Techniker, also auf jeder Ebene bis hin zum Ingenieur. Und die sind nicht mehr da. Denn wo hätten sie denn Arbeit finden sollen in den USA? Also alle College-Absolventen und Universitätsabsolventen, die sind in die Bereiche gegangen, wo man noch gut Geld verdienen konnte. Jura, Anwaltskanzleien, Finanzwesen, Wall Street, große Banken, Hedgefonds, Vermögensverwaltungen. Ja? Da braucht man Juristen und Ökonomen und Finanzwissenschaftler. Dort ist die Elite der amerikanischen Studenten hingegangen, seit eben der Industriesektor sozusagen ausgewandert ist, ne? Oder ausgewandert wurde, also gezwungen wurde auszuwandern. Das heißt, die haben die Fachleute gar nicht mehr, um sich zu reindustrialisieren in einem Maße, dass sie wieder konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt wären mit Produkten. Nicht? Und Sie sehen das ja daran, dass Deutschland seit also einige Jahre lang der sogenannte Exportweltmeister war. Nicht? Das heißt, wir haben also mehr exportiert, weitaus mehr als die Vereinigten Staaten. Ja. Und im Vergleich zu den USA sind wir ja nun doch ein bisschen kleiner. Das ist die Lage der amerikanischen Wirtschaft und die wird sich auch in absehbarer Zeit nicht verbessern können. Und deswegen ist die Situation, die wir derzeit erleben, so gefährlich. Und die Situation ist eine Auswirkung dieser Tatsache, dieses Zustandes. Weil die USA nicht mehr wie 1945 positiv gestalten können, also in der internationalen Politik, ja, weil die Wirtschaftskraft da war. Sie können keinen Marshallplan mehr auflegen heute, nicht? Weil sie die Mittel dazu nicht mehr haben. Und gleichzeitig, wo sie im Niedergang sind, steigen andere auf, insbesondere China. Und der chinesische Aufschwung, der ökonomische Aufschwung, das muss man sich immer wieder vergewissern, darüber muss man sich immer wieder im Klaren sein, der hat im Unterschied zu dem industriellen Aufschwung Europas, der 150 Jahre gedauert hat, 20 Jahre gedauert. 20 Jahre. Warum? Weil man die Firmen, die Unternehmen, die sich in China angesiedelt haben, hat zugleich immer in den Verträgen dazu gebracht hat, auch Technologietransfer zu machen nach China. Und dadurch haben die Chinesen einen Entwicklungsweg radikal abgekürzt und haben deswegen in dieser kurzen Zeit einen derartigen Stand der Technik erreichen können. Wir waren jetzt gerade auf dem Mond, nicht? Haben wir gehört, sie bauen Hochgeschwindigkeitszüge, sie haben Interkontinentalraketen und sind führend in der Computerherstellung. Also da liegt die Zukunft, nicht? So. Und das bedeutet für die USA und für uns, dass sie, weil sie ihren Führungsanspruch nicht aufgeben, ja? Obama hat den gerade noch mal bekräftigt, sie geben ihren Führungsanspruch nicht auf. Nachdem sie aber die Mittel nicht mehr haben, ihn durchzusetzen, die friedlichen, ökonomischen, besteht immer die Gefahr, dass sie es militärisch versuchen, ja? Oder mit Intrigen oder sich anderer bedienen, um ihre Ideen durchzusetzen. Und das sehen wir eben sowohl in der Ukraine als auch im Nahen Osten derzeit genau diese gefährliche Situation. Da wir gerade von der Region gesprochen haben, das ist ein Bild aus diesem Stratfor, das liegt im Forecast, wo gesagt wird, dass das dieser Gürtel hier, der bildet also ein
ist jetzt kein offizielles Papier, des amerikanischen Außenministeriums. Aber diese Denkfabrik Stratfor, die macht eben vieles, was die Amerikaner so offiziell nicht präsentieren. Ne? Die fühlen mal so vor, ne? So mit ihren Ideen und mit ihren. Also man möchte sich, man soll seinen Fokus, das ist der Ratschlag, hier auf diese Bereiche konzentrieren und die sozusagen als vorderste Front, ne, gegen Russland verstehen. Hier ist das nochmal ein bisschen deutlicher, auch von Stratfor, und Sie schauen immer, wie das überschrieben ist. Ich sprach am Anfang von Containment. George F. Kennan, Containment der Sowjetunion. Heute machen wir the new Containment, also die Eindämmung. Und wieder geht es nicht um die Sowjetunion, sondern um Russland. Und die Parallelen. Dieser Gürtel, den Sie da auserkoren haben bei Stratfor, als sozusagen die vorderste Front gegen Russland, der wurde bereits im Jahre 2000 thematisiert bei einer Konferenz in Bratislava. Da war ein Teilnehmer dabei, den Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört und gesehen haben oder was von ihm gelesen haben, Willy Wimmer. Willy Wimmer war zu dieser Zeit Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und jahrelanges CDU-Abgeordneter im Deutschen Bundestag, ehemaliger parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Kosovo-Gegner, also Gegner des Kosovo-Krieges, Gegner des Afghanistan-Krieges, einer der ganz wenigen in der CDU. Und der hat an dieser Konferenz in Bratislava teilgenommen, die von einer republikanischen Denkfabrik organisiert war im Auftrag des State Department. Und dort hat man genau das, was hier jetzt voriges Jahr, diesem Jahr, Stratfor nochmal neu auflegt, gesagt. Er hat gesagt, also wir, transatlantische Gemeinschaft, USA und Europäische Union, die Wertegemeinschaft, transatlantische Wertegemeinschaft, wir grenzen uns ab etwa so, wie das die alten Römer gemacht haben. Das ist so wortwörtlich so gefallen. Also in etwa die Ausdehnung des Römischen Reiches, das ist so unser. Und er hat gesagt, so von einer Linie von Riga über Warschau bis nach Diyarbakir in der Türkei, das sei so der Limes, ja, sozusagen. Das fand der Willy Wimmer so entsetzlich, was er da gehört hat, dass er spontan einen Brief geschrieben hat an den Bundeskanzler Schröder, wo er gesagt hat, also da fielen noch andere Bemerkungen, ja, also das Völkerrecht muss beseitigt werden, da wo es unseren Interessen entgegensteht und so. Ne? Und da waren lauter osteuropäische Staatschefs noch, ne? Und Regierungschefs. Denen sollte erklärt werden, wie es künftig so in Europa geht. Und in diesem Buch hier, Die Wiederkehr der Hasardeure, da hat Willy Wimmer das im zweiten Teil, der hat den zweiten Teil verfasst, der ist etwas kleiner als der erste, es geht hier um den Ersten Weltkrieg vorne. Da hat er diesen Brief abgedruckt als Faksimile, ne, an Bundeskanzler Schröder. Was vielleicht dazu geführt hat, dass Bundeskanzler Schröder dann 2003 gesagt hat, im Irakkrieg, da machen wir nicht mit. Ne. Schröder hat ja im Irakkrieg 2003 nicht mitgemacht, aber 99 gegen Kosovo, da hat er mitgemacht. Hat den Fehler aber zugegeben. Bitte? Hat den Fehler zugegeben. Ja, das hat er inzwischen zugegeben, ne? Aber vielleicht hat dieser Brief von Willy Wimmer was bewirkt. Ne? Das will ich nicht ausschließen. Ja, das ist die Situation, in der wir uns dort in der Ukraine befinden. Und wenn Sie sich jetzt nochmal vorstellen, ganz evidenter geopolitischer Grund. Und zwar auch
Außenpolitik der Vereinigten Staaten. Die wollen nach meiner Beurteilung diesen gesamten Raum destabilisieren. Man könnte auch sagen, balkanisieren. Das ist so ein Wort, was schon mehr als 100 Jahre bekannt ist, um dann sozusagen einen gegen den anderen ausspielen zu können und um freies Feld zu haben, sozusagen, weil dann kein Hemmschuh mehr da ist. Nicht? Syrien ist heute Verbündeter mit Russland. Russland hat einen Hafen am Mittelmeer, einen syrischen Hafen. Und das ist wohl nach meiner Einschätzung die amerikanische Politik. Dazu eine schöne kleine Satire. Das heißt, Russland will Krieg. Schau nur, wie nah sie ihr Land an unsere Militärbasen gerückt haben. Ja? Stammt nicht von mir, das hat der Matthias Bröckers hat das ausgegraben. Er ist ein deutscher Journalist und Blogger. Aber ich fand das so schön. Bitte? Auch Sergei Lavrov hat es im Netz gesagt, in einer Rede vor der UNO, dass Russland keine Mist dafür, dass es sich im nächsten der amerikanischen Welt ja. Ja, das bringe ich auch immer ganz gerne, um sozusagen zu karikieren. Der kleine Junge sagt, Papa, ich denke über eine Karriere beim organisierten Verbrechen nach. Und er sagt, Regierung oder Privatsektor? Ne? Das ist, man muss es leider so deutlich sagen. Also, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist es immer so, wenn man die amerikanische Politik kritisiert, dann ist man natürlich Anti-Amerikaner. Ne? Wenn man die israelische Politik kritisiert, ist man Antisemit. Ne? Ist völlig klar. Aber damit muss man dann eben leben. Nicht? Also die Amerikaner machen das ja nun wirklich, ich meine, sie machen das einem ja auch leicht. Nicht? Also fast jeden Tag kann man sozusagen das nachweisen, nicht? Also was sie in der Welt anrichten. Und was jetzt im Rahmen der NATO läuft, nicht? Also das ist nichts anderes als dieser NATO, die schon fast tot war, durch diesen ganzen Afghanistan-Schlamassel, neues Leben einzuhauchen. Und da braucht man ein neues Feindbild. Nicht? Und das ist Russland. Und der Putin, der will also die Sowjetunion 2.0. Nicht? Das ist so das, was man in der deutschen Presse lesen kann. Nicht? Also die Wiederbelebung sozusagen des russischen Imperiums oder des zaristischen Imperiums. Ja. Und der Putin kann machen, was er will. Der kann sagen, was er will. Ja. Er hat im Deutschen Bundestag im Jahre 2001 in seiner ersten Amtszeit eine Rede gehalten, auf Deutsch. Der war ja in Dresden Spion, nicht? Also KGB-Resident. Und da hat er gesagt, ich weiß, dass Deutschland ein enger, oder die Amerikaner, ein enger Verbündeter Deutschlands sind. Aber denkt doch mal darüber nach, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt, ja? Und stellt euch doch mal vor, ob es attraktiv sein könnte, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok zu haben. So, das ist seine Vorstellung. Ein gemeinsamer Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok. Gorbatschow hat das gemeinsame Haus Europa genannt, nicht schon? Darum geht es. Und er will seine Eurasische Union, die er vorhat, wieder kombinieren mit der Europäischen Union. Und genau das soll verhindert werden. Genau das soll verhindert werden. Die sogenannte Eurasische Umarmung, sprich Mittel-Osteuropa, deswegen die hier in Stellung gebracht und die hier, die machen das besonders gern. Nicht? Die Polen haben ihre traumatischen Erfahrungen gemacht mit Russland, alles klar, also nicht erst durch die Sowjetunion, sondern auch schon im 19. Jahrhundert und davor. Aber sie haben auch traumatische Erfahrungen mit Preußen gemacht. Also, und deswegen kann man dort auch die Ängste der Bevölkerung schüren, nicht, gegen Russland. Und die Führungsfiguren in der polnischen Politik, Herr Sikorski und andere, die sind halt eindeutig transatlantisch orientiert. Nicht?
Ja, das war noch mal. Das war's. Ich habe mal vor russischem Publikum vorgetragen und deswegen hatte ich hier ein paar Bilder vom Bypass. Die Veränderung der Küsstenlinie am Bypass. Bitte? Entschuldigung, Aralsee. Ja, ja. Entschuldigung. Ja, das ist so das im Wesentlichen, was ich Ihnen vermitteln wollte, damit man einen Eindruck davon bekommt, dass die vielen unterschiedlichen Konfliktherde, die wir in der Welt haben, alle sich auf einen gemeinsamen Ursprung zurückführen lassen. Das muss man verstehen. Die hängen alle zusammen, besser gesagt. Und die Europäische Union ist leider mehrheitlich transatlantisch ausgerichtet. Ist so. Das sogenannte Freihandelsabkommen TTIP, das jetzt verhandelt wird im Geheimen, keiner weiß, worüber da eigentlich gesprochen wird, ein paar Sachen kommen so an die Öffentlichkeit, das hat rein geopolitische Funktion. Und der amerikanische Botschafter bei der EU hat das auch ganz überdeutlich gesagt. Es geht in erster Linie darum, dieses Abkommen unter Dach und Fach zu bringen, aus geostrategischen Gründen. Er sagt auch, warum. Wir brauchen ein Äquivalent, ein ökonomisches Äquivalent zur NATO. Und wir müssen die Standards im Welthandel setzen, bevor es andere tun. So, wer die anderen sind, das ist jedermann klar. Das sind die BRICS-Staaten, die eine Entwicklungsbank gegründet haben, die eine Clearingstelle gegründet haben und China jetzt auch noch mit einigen anderen asiatischen Staaten eine asiatische Infrastrukturbank, die Projekte entlang der Seidenstraße finanzieren soll. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Die Seidenstraße ist ja ein Begriff, nicht? Die alte Seidenstraße kennen wir alle, Marco Polo und auch davor, mit der Handel von China nach Westen abgewickelt wurde, mit Kamelen natürlich und so. Und China baut jetzt die neue Seidenstraße. Aber nicht allein, sondern mit der Deutschen Bahn und mit der Russischen Bahn. Und zwar eine Hochgeschwindigkeitsgütertransportbahn von Südchina durch ganz Russland bis nach Westeuropa. Und als der chinesische Präsident im Frühsommer in Europa war, haben sich viele gewundert, warum er in Duisburg war. Duisburg liegt am Rhein und ist im Ruhrgebiet und ist der größte Binnenhafen Europas. Binnenhafen, nicht Seehafen, Binnenhafen. Ne? Und dort kam an diesem Tag, als er Duisburg besuchte, ein Zug an aus Südchina, der 16 Tage unterwegs war mit Gütern, die dann von Duisburg aus nach Holland und in andere Regionen verteilt wurden. Und dieser Güterzug, der war noch relativ lange unterwegs und die Zukunft heißt 8-9 Tage Transport. Da gibt es noch unterschiedliche Gleissysteme und unterschiedliche Spurweiten, das muss alles noch gemacht werden. Und gleichzeitig soll von der Hauptstrecke sollen also Nebenstrecken nach Iran, nach Pakistan, in die ehemaligen Sowjetrepubliken abzweigen, sodass dort ein riesiges Transportnetz entsteht, was den grandiosen Vorteil hat, dass es erstens schneller geht als auf See, zweitens billiger ist und drittens nicht kontrolliert werden kann von den Seemächten, sprich von den USA. In der Bucht, in der Straße von Malakka oder an anderen Horn von Afrika oder anderen Engstellen, die man gut überwachen kann. Ne? Oder Suezkanal. Ja. Ja, ich hoffe, dass mir das gelungen ist, dass Sie ein bisschen was mitnehmen können, damit man nicht jeden Tag in die Zeitung schaut und sagt, was passiert da eigentlich? Ja? Oder warum machen die dieses oder jenes? Das wollte ich Ihnen so ein bisschen vermitteln, dass Sie verstehen, dass hier eine
Supermacht, eine ehemalige Supermacht im Niedergang verzweifelt versucht, mit allen Mitteln das zu retten, was nicht zu retten ist. Es ist nicht zu retten. Der ökonomische Schwerpunkt in der Welt geht wieder dorthin zurück, sage ich, wo er Jahrtausende war, nach China, nach Asien. Dort war er Jahrtausende. Als die Germanen links und rechts des Rheins lagen und Met tranken, da waren dort Hochkulturen, die Handel und Wandel betrieben haben, ja, die die Weltökonomie beherrscht haben, in Indien, in China. Also wir Europäer, wir glauben immer, wir seien sozusagen, also wir hätten das Ei des Kolumbus erfunden, nicht? Wir haben nicht mal Amerika entdeckt, sondern haben geglaubt, wir entdecken Indien. Und und dabei haben sich die Europäer, die sind nur deswegen in der Weltökonomie so stark geworden, weil sie mit dem geraubten Gold und Silber aus Lateinamerika sich in die Weltwirtschaft eingekauft haben. Ne? So, das ist der Aufstieg Europas gewesen. Dann kam natürlich Renaissance und Kultur, Wissenschaft und klar, das kam noch hinzu. Aber die ökonomische Basis war das geraubte Gold und Silber aus Lateinamerika. Ja? Was jetzt in der Schweizer Nationalbank liegt. Vielleicht noch Reklame in eigener Sache machen. Es gibt hier ein neues Buch, das heißt Ukraine im Visier. Da stehen die beiden Herausgeber drauf, Sabine Schiffer und Ronald Toden. Das ist das erste Buch dieses Verlages überhaupt. Und der Ronald Toden gibt die Zeitschrift heraus Hintergrund. Die erscheint viermal im Jahr, Hochglanz wie der Spiegel, Hintergrund mit alternativen Autoren natürlich. Und auch online ist der abrufbar, wo aber dann nur nicht alles, was in dem Heft drin steht, dann auch online verfügbar ist. So. Und der hat gesagt, ich möchte ein Buch zur Ukraine machen und hat so eine Reihe von, ich weiß nicht, rund 20 Autoren eingeladen, dazu beizutragen, und ich habe das auch getan, habe hier einen Beitrag drin, Ukraine, worum es geht. Und da werden Sie vieles wiederfinden, auch was Sie heute Abend gehört haben. Eine wichtige Frage wäre für mich, Herr Scholz. Wie nahe, also wie weit sind wir entfernt von einem großen Krieg oder Flächenbrand, rein aus militärischer Sicht, im jetzigen Stadium? Und was müsste noch passieren, dass so ein, wollen wir es mal nennen, Weltkrieg ausbrechen würde, so dass wir uns irgendwie gezielt wissen, wogegen wir in dem Sinn kämpfen müssen, dass so Sachen nicht, also dass es nicht so weit kommt. Also im Grunde genommen hat sich die Welt ja, was das Militärtechnische angeht, nicht so sehr verändert gegenüber dem Kalten Krieg. Im Grunde genommen hat sich das nicht so sehr verändert gegenüber dem Kalten Krieg, das Militärtechnische. Wir haben nach wie vor eine Atommacht USA und wir haben eine in etwa gleich starke Atommacht Russland. Und das Abschreckungspotenzial ist ja das gleiche geblieben. Nicht? Und das war ja das Prinzip im Kalten Krieg. Man hat sich gegenseitig mit der Vernichtung gedroht, mit der Atomaren, und deswegen ist es nicht zum Krieg gekommen. Jedenfalls hat dieses atomare Pakt dazu beigetragen, dass es nicht dazu gekommen ist. Und daran hat sich ja nichts geändert. Das heißt, es wird niemand einen Krieg riskieren, der überschwappen könnte in einen Atomkrieg. Also daran glaube ich nicht. Ja? Also da müsste man schon völlig Mischung sein, um dieses jiddische Wort mal zu verwenden. Das glaube ich einfach nicht. Ne? Also man wird immer bis zu einer bestimmten Grenze gehen, ausloten, wie weit man gehen kann, und dann wird man wieder einen Schritt zurückgehen. Nicht?
Also, und die Amerikaner haben ja die Russen auch herausgefordert, also mit dem Raketenabwehrschirm, das ist ja auch so ein Ding, nicht? Und es war ja herrlich, dieses Interview mit Putin, als er dann gefragt wurde, also dass diese Raketenabwehr der Amerikaner, die in Europa hier stationiert wird, in Polen, in Bulgarien, in Rumänien, die ist ja gegen Iran gerichtet. Und hat er gesagt, sagt er ja, es ist immer schön, wenn man am Ende eines langen Arbeitstages in ein herzliches Lachen ausbringen kann. Also das ist natürlich völliger Unfug. Dieser Raketenabwehrschirm ist gegen Russland gerichtet. Und zwar mit folgender Überlegung. Und da kommen wir dann so ein bisschen auch zu diesem Thema. Ja. Die beiden Politologen, die das analysiert haben, zwei Amerikaner, die haben das in Foreign Affairs vor einigen Jahren veröffentlicht. Die waren dann auch mal in Deutschland zu einer Vortragsreise zu diesem Thema. Und die sagen, dieser Raketenabwehrschirm soll den Amerikanern die Möglichkeit geben für einen atomaren Erstschlag gegen Russland. Und das, was dann an russischem atomaren Potenzial noch übrig ist, das soll dann durch den Raketenabwehrschirm abgefangen werden. Ja, sodass man also die Möglichkeit hätte, sozusagen nicht die eigene Vernichtung befürchten zu müssen, wenn man atomar anfängt, auf diesem Niveau also Krieg zu führen. Die Russen haben darauf reagiert, indem sie die Topol-Rakete entwickelt haben, die im Grunde genommen eine Raketenabwehr obsolet macht. Also das heißt, die wirkt dort nicht, ne? Von der Technik dieser Sprengköpfe her. Und so gibt es immer wieder Gegenmaßnahmen. Und deswegen kann man nicht sagen, also die bauen jetzt einen Raketenabwehrschirm auf, die Amerikaner, und damit ist jetzt große Gefahr, weil die Russen sich nicht mehr wehren können oder so. Also da gibt es immer Aktion und Reaktion, da schaukelt sich gegenseitig hoch, sodass das Gleichgewicht auch bestehen bleibt. Im Übrigen ist ja China mittlerweile auch Atommacht. Ne? Also deswegen glaube ich nicht an einen Krieg. Und an einen Krieg. Warum wir dazu gezwungen sind? Bitte? Warum wir dazu gezwungen sind? Gezündet. Ja, das wollte ich ja mit meinem Vortrag zeigen, nicht? Also warum gezündet wird. Weil wahrscheinlich war es eine Frage, dass man ja eigentlich den Bluff, dass man bis zum Schluss geht, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, eigentlich verliert. Also das heißt, wenn du sowieso nicht bereit bist, atomar einzugreifen in dem Sinn, und wenn das jeder weiß, warum sollte Russland oder warum sollten die anderen Mächte Angst haben, dass Amerika so weit kommt? Also irgendwie, dass man könnte schon vorhinein schon sagen, ihr werdet eh nichts machen, wir hier bis hier und fertig. Naja, man darf das psychologisch nicht unterschätzen. Also die beiden Amerikaner haben auch gesagt, wir unterstellen unserer Regierung, Bush war das damals, nicht, dass sie das wirklich tut. Aber das Erpressungspotenzial, was sie damit aufbaut, das genügt, um politische Forderungen durchzusetzen. Ja? Also das steht hinter der Idee, ich kann damit jemanden einschüchtern und dann sozusagen, wenn er schwach ist, kann er. Ja, und dann politisch Gewinn daraus ziehen. Ja? Also das sagt er, das sei die Idee, die dahinter stand. Noch eine Frage, meine letzte Frage. Können die 26 oder europäischen Staaten, also die EU-Staaten, sich abkoppeln in der NATO von der amerikanischen Übermacht? Theoretisch schon. Also theoretisch. Die NATO ist ein Bündnis von mittlerweile 26 souveränen Staaten. Ne? Also die NATO ist keine Organisation mit einem Hauptquartier und vielen Truppen, sondern das ist ein Staatenbündnis mit einem Vertrag, dem man beigetreten ist im Kalten Krieg, um eine vermeintliche Bedrohung der Sowjetunion oder einer vermeintlichen Bedrohung zu begegnen. Und da kann man theoretisch austreten. Die Regularien sind in dem Vertrag drin, wann man austreten kann und wie man das macht.
Also das wäre alles denkbar. General de Gaulle, Staatspräsident de Gaulle, ist 1966 aus der militärischen Struktur der NATO ausgetreten, in der politischen ist er drin geblieben. Also die politische und die militärische Struktur der NATO sind zwei unterschiedliche Dinge. Das politische Hauptquartier ist in Brüssel und das militärische Hauptquartier ist in Mons in Belgien. Dort residiert der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa. Secure oder Secure, wie man den auf Französisch nennt, Supreme Allied Commander Europe. So, das ist die militärische Komponente. Der hat aber keine eigenen Truppen, sondern die einzelnen Staaten stellen Truppen, ja, für bestimmte Verbandskombinationen. Die einzige NATO-Truppe, die wirklich existiert, das ist die Airbags-Flotte, also die Flugzeuge mit dem großen Radarschirm oben drauf. Die sind multinational besetzt aus 5 oder 6 Nationen, die sind voll mit Elektronik und machen Luftaufklärung und sind auch zugleich fliegende Feuerleitstände für Jagdbomber und für andere Kampfflugzeuge sind sie auch einzusetzen. Aber ansonsten hat die NATO in dieser Form also keine Truppen, sondern die Truppen müssen sozusagen abgestellt werden von den einzelnen Nationen. Nur mal, das nur mal zur Klärung, weil vielfach bei der NATO falsche Vorstellungen existieren. Und die NATO ist natürlich das Instrument der USA, gar keine Frage. Sie dominieren die NATO und der Generalsekretär ist nichts anderes als ein Frühstücksdirektor, der also das in die Öffentlichkeit bringt, was die Amerikaner oder die Mehrheit im NATO-Rat in die Öffentlichkeit wünscht, dass es dort erscheint. Der macht das nicht aus eigener Machtvollkommenheit, auch ein Rasmussen nicht und der Stoltenberg natürlich auch nicht heute. Und die Frage, ob man sowas machen kann wie de Gaulle, also ich empfehle das seit Jahren, ja, zu sagen für Deutschland, wir treten aus der militärischen Organisation aus. Das würde bedeuten, dass Deutschland sich an keinerlei militärischen Aktionen der NATO mehr beteiligen kann, weil seine Truppen nicht mehr für die NATO zur Verfügung stehen. Wir bleiben aber in der politischen Organisation, weil dort ja auch diskutiert wird. Da wird sicherheitspolitisch diskutiert. Welchen Druck haben die Amerikaner, dass die Deutschen das nicht machen? Bitte? Welche Druckmittel haben die Amerikaner, dass die Deutschen nicht austreten? Also ich will mal mit dem informellen Druckmittel anfangen. Ja? Das informelle Druckmittel heißt, das hat ein amerikanischer Botschafter in Bonn, der hat das mal gesagt, so ein Bon mot. Ne? Er hat gesagt, wir Amerikaner stecken den Deutschen im Mark. Das ist das informelle Druckmittel, das eigentlich keins ist, ne? Sondern das kennzeichnet nur eine bestimmte Situation, die sich nach 1945 entwickelt hat in Westdeutschland. Die war dadurch gekennzeichnet, dass die Vereinigten Staaten in Mitteleuropa und Deutschland lag nun mal in der Mitte dieses Mitteleuropas damals, viele Truppen brauchten, um dem Bündnis, das unter Moskauer Führung im Osten war, etwas entgegenzusetzen. Und das ging nicht ohne Deutschland. Und deswegen hat man die Nazi-Vergangenheit ganz schnell vergessen und hat Deutschland wieder in die internationalen Gremien aufgenommen. Ja? Und dann ist 1955 Deutschland ja auch der NATO beigetreten. Da kam die Wiederaufrüstung, die Bundeswehr wurde aufgestellt. Und das hat in der Bevölkerung natürlich psychologisch gesehen, also bei den Tätern von 33 bis 45, ja, ob sie nun, egal was sie nun im Einzelnen gemacht haben, ob sie Mitläufer waren oder ob sie aktive Täter waren, das hat psychologisch gesehen zu einer Entlastung geführt, zu einer kollektiven Entlastung von Schuld. Ja? Wir sind wieder aufgenommen worden. Wir gehören wieder zur Völkerfamilie. Wir sind keine Parias mehr. Ja? Und das ist ganz tief bei den Deutschen drin. Ja? Die Amerikaner haben uns ganz schnell nach diesen fürchterlichen Nazi-Zeiten von 33 bis 45 wieder als fast gleichwertig akzeptiert.
Und dann haben die Amerikaner etwas ganz, ganz Geschicktes gemacht, was sie in keinem anderen Land, vielleicht in Japan noch, aber nicht so stark gemacht haben. Sie haben Institutionen gegründet, Begegnungsstätten, wo junge, aufstrebende Deutsche aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, aus dem akademischen Bereich mit Amerikanern zusammengebracht wurden, wo Stipendien vergeben wurden in die USA, mit Familienanschluss in den USA. Und da ist ein Netzwerk entstanden, wo man so eine Art Familienbewusstsein hat. Ja, man denkt gleich, man hat die gleichen Grundüberzeugungen. Das ist keine Korruption im Spiel oder so, sondern das entsteht einfach so, wenn man so über Jahrzehnte sowas pflegt. Und das wird durch Institutionen betrieben, wie zum Beispiel das Aspen-Institut in Berlin, der German Marshall Fund of the United States, der sowohl in Washington als auch in Berlin ist, die Atlantikbrücke, der American Council on Germany, und da gibt es noch eine ganze Menge anderer solcher Institutionen, wo man sich regelmäßig zum Gedankenaustausch trifft und wo junge Leute regelrechte Schulungsprogramme durchlaufen. Die nennen sich Young Leaders Program. Ja? Herzog Gutenberg ist zum Beispiel durchgelaufen durch sein Young Leaders Program. Auch de Maizière, unser jetziger früher Verteidigungsminister, ist dort durchgelaufen als junger Mann. Das heißt, die werden dort, wenn Sie so wollen, transatlantisch, wer von Ihnen war beim Militär? transatlantisch eingenordet, ja, so wie man eine Karte einnordet, ne, um also sie in Übereinstimmung zu bringen mit dem Gelände, mit dem Kompass, so sind die geistig eingenordet. Ja. So, also anders kann man das nicht bezeichnen. Und das ist das informelle Pfund, mit dem die Amerikaner wuchern. Und dann haben sie eben auch einen starken Einfluss bekommen bis in die Presse hinein. Denn die ersten Zeitungen, die 1948 wieder erschienen, waren Zeitungen, die unter Lizenz der Besatzungsmächte erschienen. Und da gingen ganz konkret in die Redaktion, gingen Offiziere, Presseoffiziere der Alliierten, um zu schauen, dass da auch nicht etwa noch Nazi-Parolen verbreitet werden, was ja auch sinnvoll war. Und aus da hat sich eine enge, über die Jahrzehnte eine enge Verbindung ergeben, ja? Über die Generationen hinweg. Und da gibt es die Sicherheitsdienste, das Bundeskriminalamt, der Bundesnachrichtendienst, der ist ja aus einer Organisation entstanden, die nannte sich Fremde Heere Ost, das war ein deutscher General, der die Ostaufklärung bei den Nazis gemacht hat, die militärische Ostaufklärung, Reinhard Gehlen. Und der ist dann von den Amerikanern übernommen worden und ist dann offiziell der erste Präsident des Bundesnachrichtendienstes geworden. Also das ist der Auslandsgeheimdienst. Ne? So, und auch da sind ganz enge Strukturen von Anfang an gewesen zur CIA, ja, heute zur NSA, die natürlich so offen nicht sind. Also von einem weiß man zum Beispiel, von einem Mann, der hieß, der war einer der ersten Präsidenten des Bundeskriminalamtes, also das ist Polizei, ne? Bundeskriminalpolizei sozusagen, und Staatsschutz ist dort drin. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, der fällt mir noch ein, der ist 73 aus dem Dienst geschieden, der hatte einen zweiten Vertrag mit der CIA. Also er war Präsident des Bundeskriminalamtes, damit sehr hoher politischer Beamter, wurde auch natürlich von der Bundesregierung als hoher politischer Beamter bezahlt und hatte einen zweiten Vertrag, Arbeitsvertrag mit der CIA. Okay. Ja, so. Also das sind die engen Verflechtungen, ne? Und es gibt noch viel mehr. Und von daher ist das sehr schwer, auch für jede Politik, für jede Partei, gegen die USA Politik zu machen. Ja? Und was es dann noch an Erpressungsmöglichkeiten gibt, darüber kann man spekulieren. Dass der Auslandsgeheimdienst der USA mit solchen Methoden arbeitet, indem er Fakten sammelt über Personen, die vielleicht mal eine Rolle spielen könnten in der Politik. Und wer ist schon ein Unschuldsengel, nicht? Und wer möchte dann irgendwann, wenn er in öffentlicher Position ist, sich dann irgendwas vorhalten lassen müssen, was vor 10 Jahren war, egal was es war. Daran
das kann man sich an fünf Fingern abzählen. Das machen die nicht nur in Deutschland, sondern das machen die weltweit. Ne? So. Das ist normale Geheimdienstroutine, dass man sich Dossiers anlegt, ne, um Erpressungsmaterial zu haben. Publikum bitte. Walter, als ich. Man spricht immer vom angloamerikanischen Komplex oder Herrschaft daraus. Ja. Wie viel haben die Engländer noch damit zu tun? Ja, die Engländer haben insofern etwas damit zu tun, als sie von ihrem Selbstverständnis her sich diesem angloamerikanischen System verpflichtet fühlen. Ja? Ich meine, sie sind ja der Vorgänger des American Empire. Ne? Das britische Empire ist sozusagen der Vorgänger des amerikanischen. Ne? Und dann vergessen Sie nicht die engen Verbindungen Großbritanniens zu Kanada, Neuseeland, Australien, den ehemaligen Kolonien, dann Kondominiums und jetzt unabhängigen Staaten, die ja im Commonwealth of Nations zusammengefasst sind und die unter anderem einen Vertrag untereinander geschlossen haben. Also die USA gehören natürlich auch dazu, als ehemalige Kolonie, nicht, der Engländer, dass sie sich gegenseitig nicht ausspionieren. Das nennt man die Five Eyes, die fünf Augen. Die treffen sich einmal im Jahr. In diesem Jahr haben sie sich in Kanada getroffen. Und die haben, also Australien, Neuseeland, Großbritannien, USA und Kanada, haben verabredet, dass sie sich gegenseitig nicht ausspionieren. Das geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück, wo man auch in der Aufklärung und mit geheimdienstlichen Methoden zusammengearbeitet hat. Das besteht bis heute. Und welchen Einfluss die Engländer haben, die haben natürlich insofern einen Einfluss, weil sie vielleicht sogar noch immer den dominantesten Finanzsektor in der Welt haben, mit der City of London, also den dominantesten Finanzplatz. Ja? Da streiten sich die Geister, ob die Wall Street also mehr Bedeutung hat als die City of London, wo alle Banken angesiedelt sind, ne? Oder ob es eben London ist, nicht? Und da liegt ihre Stärke, nicht? Also weil sie sozusagen einen Großteil des Weltfinanzsystems über die City of London mitbestimmen. Ich will nicht sagen kontrollieren, aber mitbestimmen. Also sozusagen die Standards setzen. Insofern kann man eben von dem angloamerikanischen System eben sprechen. Ist es tatsächlich so, dass die City of London ein Staat im Staat ist, der sich eigentlich ja, die haben eine sehr seltsame Verfassung. Dieser innere Bezirk von London, wo die, was wir immer so als City verstehen, nicht, diesen Finanzplatz, der hat eine eigene Stellung innerhalb Großbritanniens. Ne? Also das Strafgesetzbuch gilt dort auch die Straßenverkehrsordnung. Aber ansonsten haben die eine eigene, da gibt es Literatur drüber, Werner Rügemer zum Beispiel hat darüber geschrieben. Da kann man im Internet eine ganze Menge lesen, ne? Also wie das organisiert ist. Ne? Also ist eine sehr eigenartige Konstruktion. Ne? Also mein Name ist Schmitz. Ich habe eine Frage. Der Begriff neue Weltordnung, könnte man ihn in Ihrem Vortrag einführen oder ist das irgendwie nur eine verschwörungstheoretische Klatsch mit Soße? Die neue Weltordnung. So, also der Begriff Neue Weltordnung, der ist ja zunächst mal von Vater Bush geprägt worden, ne? 1990. Die Sowjetunion war sozusagen am Kollabieren, der Kalte Krieg war zu Ende und dann hat Bush gesagt, und jetzt wollen wir eine neue Weltordnung bauen. Ne? Also da ist der Begriff zum ersten Mal verwendet worden. Ne? Der wird natürlich häufig in einem Kontext gebraucht, in einem esoterischen Kontext gebraucht. Also da habe ich keine Karten drin in dem Spiel. Wie meinst du das, esoterischen Kontext? Bitte?
Wie meinen Sie das im esoterischen Kontext? Der Begriff neue Weltordnung wird in einem esoterischen Kontext gebraucht. Naja, wie meinen Sie das esoterisch? Diese neue Weltordnung ist nichts anderes als die alte. Was Mackinder dort formuliert hat, ja? Was der Round Table, Cecil Rhodes und andere an Ideen hatten. Ja? Also das ist, dass die angloamerikanische Welt sozusagen den Rest der Welt dominiert. Ja? Das würde ich so als Ziel bezeichnen dieser Leute. Als neue Weltordnung. Es hat ja so noch nie gegeben, ja, dass die ganze Welt von Angloamerikanern dominiert würde oder worden wäre. Das streben die natürlich an. Und auch dieses Buch hier von diesem Walter Russell Mead, God and Gold, ja, Britain, America and the Making of the Modern World, geht ja in diese Richtung. Ja. Also er verwendet das nicht, neue Weltordnung oder New World Order, sondern, aber in der Sache bedeutet es das natürlich. Nur das sind halt Ideen, die, wie gesagt, die zum Scheitern verurteilt sind. Ne? Benjamin? Große Kompaktpolitik. Ich möchte nur dem Publikum mitteilen, dass auch die Schweiz versucht, also ihren Vertrag, den sie hat mit der NATO, zu kündigen. Weil wir sind ja auch eben die assoziiertes Mitglied der NATO und das will also wohl im Augenblick wieder aufheben. Da ist die SVP jetzt dran. Den zweiten Teil können Sie noch mal sagen. Was in der Ukraine passieren wird, gibt es eine Abspaltung von der Westukraine zur Ostukraine mit Novorossija? Und was wird passieren mit der aktuellen Lage in Syrien, Irak? Ja, das ist, Sie wissen ja, Prognosen haben das Problem, dass sie in die Zukunft gehen. Also fangen wir mal mit der Ukraine an, so wie ich das sehe, ich habe das ja auch in meinen Äußerungen in den letzten Monaten immer wieder gesagt, also ich hatte ja einen offenen Brief geschrieben an Putin, ne? Den so 250 Leute unterschrieben haben und den haben wir dann auch abgeliefert in der Botschaft und beim Botschafter. Und da kamen dann sehr viele Anfragen von russischen Medien für Interviews, ne? Und da habe ich immer gesagt, wie ich das sehe, also dass auch aus russischer Sicht die Ukraine eine Brückenfunktion haben sollte zwischen Russland und Westeuropa oder West-Osteuropa. Und zwar politisch, aber auch kulturell. Ja? Um sozusagen das Zusammenwachsen der Eurasischen Union mit der Europäischen Union, also Putins Vorstellung, zu erleichtern. Und das, genau dort haben die Amerikaner angesetzt, bei der Ukraine, diese Brückenfunktion der Ukraine zu zerstören. Das ist das Ziel. Nicht? Und ich glaube, den Amerikanern wäre es völlig recht, wenn der Teil, der also westlich, in Anführungszeichen, orientiert ist, sich der Europäischen Union in irgendeiner Weise anschließt. Das ist ein zusätzlicher Mühlstein für die Europäische Union, ne? Denn wir bezahlen jetzt schon die Gasrechnungen, ne? Und woher sollen sie auch bezahlen, die Ukrainer? Das Bruttoinlandsprodukt ist rasant da runtergegangen, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Und der östliche Teil eher russisch orientiert ist. Ne? Also ich glaube, da wären die Amerikaner gar nicht so böse drum, weil dann diese Brückenfunktion so nicht mehr funktionieren würde. Das wissen aber auch die Russen, dass die Amerikaner möglicherweise sowas vorhaben. Und deswegen hat sich ja auch Russland hätte ja sich in einer ganz anderen Weise in Ostukraine engagieren können, militärisch. Ja? Die haben da ja nicht direkt mit eigenen Truppen eingegriffen oder so, sondern sie haben immer nur unterstützt, um genau das zu vermeiden, nämlich dass das abgespalten wird. Und die Vereinbarung von Minsk sieht ja auch vor, dass der Ostteil der Ukraine
in eine föderale Struktur in der Ukraine eingebunden werden soll, mit größerer Autonomie oder mit Autonomie, die sie bisher nicht hatten, aber innerhalb der Ukraine und nicht unabhängig von der Ukraine. Aber die Ausbildung war nicht. Ja, ich weiß. Wie gesagt, also ich stecke ja auch nicht in der russischen Politik drin. Die werden natürlich auch immer auf das reagieren, was sich in der Realität abbildet. Und dann hängt es ja auch noch davon ab, welche Kräfte sich in der Europäischen Union durchsetzen, mit Blick auf die Ukraine. Weil man muss ja bei all dem bedenken, was auch, wenn der Außenminister Steinmeier kritisiert wird, der ist genau diesen Zwängen, von denen ich vorhin gesprochen habe, ausgesetzt als Außenminister, ja? Der deutsche Außenminister. Und er muss mit diesen Zwecken rechnen und er muss sie in Rechnung stellen, bei allem, was er tut. Ja? Und wenn ich das vorgestrige Interview von Ken Livingstone auf Russia Today, ist der ehemalige Oberbürgermeister von London, Labour-Politiker. Der hat gesagt, wer sich den Amerikanern in den Weg stellt oder ihrem Kurs nicht folgt, wird entweder mit einer Schmutzkampagne überzogen oder er wird auf hässliche Weise aus dem Weg geräumt. Ein Engländer, der Oberbürgermeister von London. Das kann man gerne zitieren. Ne? Der ist kein Verschwörungstheoretiker. Und also soll all diese Dinge muss man auch mit im Kopf haben, denn eigentlich hatte ich immer das Gefühl bisher, dass der Steinmeier das Möglichste tut, um den Faden nach Moskau nicht abreißen zu lassen, um im Gespräch zu bleiben und es sich mit Russland nicht zu verderben. Ja? Und das hat natürlich dann auch Ausfluss und Auswirkungen auf die Ukraine. Denn auch diese Aktion am 21. Februar mit dem Weimarer Dreieck, also das Weimarer Dreieck, das ist eine informelle Konstruktion, das sind die drei Länder Frankreich, Polen und Deutschland. Die haben sich verabredet mal so als informelle Organisation, wo man die Außenpolitik untereinander abspricht. Ne? Und die drei Außenminister, die waren am 21. Februar in Kiew und haben versucht, die Wogen zu glätten und haben den Janukowitsch dazu gebracht und auch die Opposition dazu gebracht, einen Weg aus der Krise miteinander zu machen. Und das haben die Amerikaner sofort unterbunden, noch am selben Tag, ja, mit diesem Putsch auf dem Maidan, sodass der Janukowitsch also Angst um sein Leben haben musste und flüchtete. Also was ich damit sagen will, es besteht immer noch die Hoffnung, dass sich die vernünftigen Kräfte, die auch auf Russland setzen, perspektivisch ja, auf Russland setzen und wissen, dass wir Russland brauchen, da ist gar keine Frage mit der Energie, und Russland uns braucht, was Technologie angeht, und dass wir daraus eine Situation machen, wo beide Teile etwas davon haben. Und genau das ist ja das, was die Amerikaner nicht wollen. Sie wollen nicht, dass dieser Kontinent, den ich als, den der McIntyre als die Weltinsel bezeichnet hat, dass der ohne Einmischung von außen seine Angelegenheiten friedlich und kooperativ miteinander regelt. Das wollen sie nicht. Ob sich diese Kräfte in der Europäischen Union durchsetzen können, weiß ich nicht. Ja? Also das kann sein. Ich setze unter anderem auf die Slowakei, ich setze auf Ungarn. Ja. Bitte? Und auf Frankreich mit Marine Le Pen. Und Bulgarien. Ja. Nur die sind halt nicht stark genug, um sich innerhalb der Kommission, der Europäischen Union durchzusetzen. Wir hatten an einer anderen Frage hat man gesehen, wie stark die sogenannten atlantischen Kräfte in der EU, also die immer nach Amerika schauen, sind. Das war, als diese sogenannte, wie nannte sich das bei der EU, die Nachbarschaftspolitik der EU
Richtung Ukraine. Also das begann 2013. Da gab es in der EU Kräfte, die gesagt haben, wir müssen Russland in ein Abkommen mit der Ukraine, also was wir als EU mit der Ukraine machen, wirtschaftliches Abkommen, einbinden, weil die Ukraine starke wirtschaftliche Bindungen an Russland hat und Verbindungen hat. Und deswegen ist Russland ein wichtiger Akteur, denn die müssen ja dann auch schauen, wie sie also mit der neuen Situation umgehen. Also die gehören dazu. Das ist nicht, dass Russland die Ukraine bevormundet, sondern dass die Fakten waren einfach so, dass man gesagt hat, das müssen alle drei miteinander machen. Und das hat eine Mehrheit in der EU-Kommission verhindert. Und wissen Sie, wer das geäußert hat, öffentlich? Das ist der zweite Mann von Frau Ashton gewesen, ein Franzose, der Leiter, der so eine Art Generalsekretär des Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union, Pierre Vimont. Der hat das ganz offen geäußert. Ganz offen geäußert, dass die Kräfte in der EU sich durchgesetzt haben, die verhindern wollten, dass Russland mit einbezogen wird. Das war der Anfang von der ganzen Misere. Das heißt also, die atlantischen Kräfte sind dominant in der EU und das ist die Situation, mit der wir umgehen müssen. Mein Name ist Marco. Ich wollte Sie fragen, wie gefährlich sind die angloamerikanischen Intrigen? Dazu zähle ich die Deutungshoheit, dass Sie entscheiden können, wer gut oder böse ist, die Mainstream-Medien und zuletzt auch das Haager Kriegstribunal, das ja einseitig, meiner Meinung nach, Leute urteilt, um ihre Politik zu rechtfertigen in den letzten Jahren. Wie gefährlich ist das? Wie gefährlich ist generell die Manipulation von unserem Volk? Ja, ich habe den Eindruck, dass die Manipulation nicht mehr die gleiche Wirkung hat. Also, wenn Sie mal verfolgen bei den großen deutschen Tageszeitungen, die Online-Ausgaben haben, die meisten haben ja Online-Ausgaben, und sehen, was die Leser schreiben. Das geht ja schneller als früher mit dem Leserbrief. Das ist ja sofort nach weniger Stunden da. Ob das Deutsche ist oder Spiegel oder Bild oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die vergleichbar ist mit der Neuen Zürcher, so von der Ausrichtung, dann konnten Sie feststellen, dass bei dem Thema Ukraine-Russland und alles mit allem, was da zusammenhängt, 60-70% derjenigen, die geschrieben haben, natürlich, gegen den Kommentar oder gegen die Redaktion geschrieben haben. Das wäre vor 20 Jahren, 15, 20 Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Ich kann mich erinnern an Kosovo, 98, 99, da war die gesamte deutsche Bevölkerung, bis auf ganz wenige Ausnahmen, überzeugt, dass der Schlechter Milosevic die Albaner aus dem Kosovo mit dem Hufeisenplan von Rudolf Scharping rausgebracht hat. Das haben die geglaubt. Und die ganze Presse hat auch so unisono berichtet. Und heute, wenn ich das also heute vergleiche, mit einer ähnlichen Situation, wo wieder jemand zum Bösen, zum Hauptfeind hochstilisiert werden soll. Und ich sehe, was die Bevölkerung so denkt und schreibt, dann hat sich da was geändert. Insofern greift das nicht mehr so mit der Manipulation. Also die versuchen das ja, die versuchen das ja nach wie vor auf allen Kanälen. Brauchen wir den internationalen Gerichtshof? Und wenn, dann müssen ja alle Kontinente beteiligt sein. Ja, eigentlich bräuchten wir das, aber dann müssen sich die Amerikaner eben auch unterwerfen. Alle. Ne? Nicht nur wir stehen außerhalb und also nur die Bösen sozusagen. Ich sage nicht, wir stehen außerhalb, sondern sagen, wenn ein Amerikaner da hinkommt, dann wollen wir ihn irgendwie weiter da. Ja, ja, deswegen kommt da ja auch keiner hin. Ja. Die Amerikaner schicken auch niemanden hin. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Der George Bush, W. Bush, der wollte zu einer Konferenz in die Schweiz. Und dann haben Schweizer Bürger einen Haftbefehl beantragt.
Dann ist er zu Hause geblieben. Ich werde exekutiv. Also man braucht nicht unbedingt ein Strafgericht so. Also dessen Bewegungsfreiheit war erheblich eingeschränkt. Das ist ja auch schon mal was. Ne? Ich würde mir auch mehr wünschen, ja, aber das ist. Und Kissinger, bei Kissinger könnte man Ähnliches machen. Wir haben ja gerade so ein Ding laufen in Bonn, ne? Ein Lehrstuhl. Henry Kissinger Lehrstuhl soll er richtig werden. Noch drei. In Bonn. Du hast noch drei Fragen. John, du hast eine Frage. Ja, wann hier im H17 abgeschossen? Bitte? Er hat die MH17 abgeschossen. Er ist nicht mehr in der NATO. Also, wenn Sie mich so direkt fragen, Putin. Ah ja? Putin war das. Was hat er von Sinn? Der hat seine Pistole, seine Geheimdienstpistole genommen. Weil er war ja auch in der Luft an dem Tag. Er kam von Brasilien zurück. Das fand ich gut, endlich. Schauen Sie, wir haben eine Situation, wo die primitivsten Dinge, die bei einem Absturz gemacht werden, nicht gemacht werden können. Also das fängt damit an, natürlich mit dem Funkverkehr, der da gelaufen ist, ja, zwischen der Flugsicherung der ukrainischen und auch der polnischen vorher, ja, die Kursänderung, die Maschine, die also angeordnet wurde. Also dieser ganze Funksprechverkehr, der ist unter Verschluss der ukrainischen Regierung. So, den möchten wir gerne hören. Ne? Dann, was bei jedem Flugunfall gemacht wird mit einem zivilen Flugzeug. Man baut ein Modell im Maßstab 1:1 aus Holz und dann geht man an die Unfallstelle und sammelt die Einzelteile ein und legt die auf das Modell drauf. Ja? Und dann schaut man, was man daraus entnehmen kann. Da lassen sich sehr viele Erkenntnisse gewinnen. All das konnte bisher nicht passieren, weil das Gebiet umkämpft ist in der Ostukraine, wo die Maschine runtergestürzt ist. Die Trümmer liegen dort immer noch rum. Die Holländer haben ihre Untersuchungskommission zurückgezogen, weil sie gefährdet war durch Artilleriefeuer der ukrainischen Regierung. So, das heißt, das ist die Situation. Und die Amerikaner haben ihre Karten nicht auf den Tisch gelegt über das, was sie wirklich wissen. Und vielleicht wissen die Russen auch noch ein bisschen mehr. Sodass man im Grunde genommen immer noch nur spekulieren kann, was da eigentlich passiert ist. Man kann wirklich nur spekulieren. Ja. Wobei man sehen muss, dass wenn die Amerikaner einen Beweis hätten, dass die Russen das machen, würden sie sofort auf den Tisch legen. Ja, das ist sicher. Keine Sekunde würden Sie machen. Sicher, also das könnte man sagen. Wenn es die Russen gemacht hätten, dann wäre wahrscheinlich die Presse schon voll gewesen. Also die Russen kann man mal außen vor lassen, die waren es sicherlich nicht. Ne? Die anderen Fragen, ich meine, es ist ja überhaupt nicht geklärt, ob die in der Ostukraine überhaupt so ein System hatten, so ein Flugabwehrraketensystem. Ist nicht bewiesen, ja? Und es gibt da eine Menge Spekulationen. Ja, so, selbst wenn man davon ausgeht, sie hätten eins gehabt, ja, und die Russen haben ja gesagt, da wären zwei Abfangjäger der ukrainischen Luftwaffe in der Nähe gewesen. Das kann man auch zusammenreimen, ja, aber es ist auch nur ein Reim, es ist kein Beweis. Ne. Sie können nämlich damit sozusagen jemanden herausfordern. Also Sie lenken das Radarsignal einer Flugabwehrraketenbatterie auf die beiden Abfangjäger, die in unmittelbarer Nähe dieses Flugzeuges sind. Und wenn die beiden Abfangjäger registrieren, dass da unten was passiert, nämlich ein Abschuss, dann drehen die ab. Ja? Und dann bleibt das Flugzeug als Ziel für diese Rakete bestehen, während die Abfangjäger verschwunden sind. Ja? Und wenn die unten dann merken, dass da was anderes ist als das, was vorher war, dann gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, wo man die Rakete nicht mehr zurückholen kann. Das heißt, wo man sie nicht mehr zerstören kann. Es gibt so einen Knopf, da kann man die Rakete im Flug noch zerstören, wenn man merkt, man hat ein falsches Ziel avisiert. So, also all das kann man sich vorstellen, nur es bleibt Spekulation. Die Dinge müssen auf den Tisch, die müssen untersucht werden und solange das nicht da ist. Schauen Sie, mit dem Fall, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, mit der koreanischen Maschine,
der südkoreanischen Maschine über der Halbinsel Sachalin 1983. Da ist die Wahrheit 13 Jahre später rausgekommen. 13 Jahre. Die Amerikaner haben eine große Show gemacht vor dem UNO-Sicherheitsrat, dann haben die Sowjets also blamiert, sozusagen, die hätten da aus Düchsendollerei da eine Passagiermaschine runtergeschossen, nur weil die da über ein bisschen Sperrgebiet geflogen ist oder so. Und haben die Daten, die Videos und den Funksprechverkehr manipuliert. Und einige Jahre später ist der tatsächliche Funksprechverkehr herausgekommen und die Umstände, unter denen dieses Flugzeug mit seinem Flugkapitän auf diesen Flug geschickt wurde. Und daraufhin, und daraus hat sich dann ergeben, dass dieser Flugkapitän entweder willentlich oder unwillentlich Versuchskaninchen gespielt hat mit seinem Flugzeug. Er hatte auch geheimdienstliche Verbindungen, dieser Flugkapitän. Und der ist also mehrere hundert Kilometer vom Kurs abgewichen, vom Normalkurs, ohne Anweisung. Ja. Und in unmittelbarer Nähe dieses Flugzeugs war ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug. So, und da saßen die jetzt unten auf der Halbinsel Sachalin, wo Raketen stationiert waren, Interkontinentalraketen der Sowjetunion, und haben das von unten beobachtet mit Radar. Und dann haben die einen Abfangjäger hochgeschickt, so wie man das immer macht, nur an einem einzigen Tag der Welt macht man das nicht, aber sonst macht man das jeden Tag. Und dieser Abfangjäger, ja, es gibt so Tage, da macht man das nicht. Ne? Und an diesem Tag stieg der also auf und hat all, und das ist dann dokumentiert worden, ja, hat all das gemacht, was man dann machen muss. Also der hat Kontakt mit dem Piloten aufgenommen. Der hat die üblichen Fliegersprachezeichen gemacht. Ja. Da gibt es so bestimmte nonverbale Zeichen, um dem anderen zu signalisieren, was er machen soll. Er wollte ihn abdrängen. Der hat einen Warnschuss abgegeben, parallel zur Maschine. Ja. Und er hat nicht reagiert. Und daraufhin hat er von unten den Befehl bekommen zum Abschuss. Ja. Die haben sogar gedacht, dass es möglicherweise gar keine Passagiermaschine ist. Man kann ja auch eine Passagiermaschine tarnen. Nicht? Also indem man die beleuchteten Fenster sozusagen mit Farbe macht und Köpfe drauf malt oder so. Ja? Also all das ist möglich. Ne? Dass die Sowjets dachten, das ist also das amerikanische Aufklärungsflugzeug getarnt als Passagiermaschine. Ja. Denn das Ganze fand ja in einer Zeit wahnsinniger Spannungen statt, 1983, diese Geschichte. Also die Sowjets waren auch höchst alarmiert. In diesem Jahr war die Übung Able Archer 1983. Das war eine Stabsrahmenübung der NATO, die immer zwischen den NATO-Wintex-Übungen war. Die NATO-Wintex-Übungen waren alle zwei Jahre. Da nahmen also alle Stäbe teil, alle NATO-Stäbe und alle Politiker bis runter zum Bürgermeister. Das sind ja in allen NATO-Staaten. Knapp beim Automaten. Und dazwischen gab es Able Archer ohne Politik, nur die NATO. Und da glaubten die Sowjets in dieser angespannten Lage, dass aus der Übung heraus ein tatsächlicher atomarer Angriff auf die Sowjetunion stattfinden würde, bis dann Entwarnung kam von dem Topspion Topas, der Rainer Rupp heißt, Topas, der beim NATO-Generalsekretär Zugang zu höchsten Geheimdokumenten hatte. Und der hat signalisiert, da ist nichts. Ne? Er lebt übrigens in Saarburg, Rainer Rupp, schreibt ab und zu in der Jungen Welt und so einen anderen noch. Ja, und in der Situation ist das passiert. Aber wie gesagt, 13 Jahre hat es gedauert, bis das ans Licht der Öffentlichkeit kam. Es ist dann aber auch niemanden mehr interessiert, ne? Nach 13 Jahren. Bitte? John, die Dame ist schon danach der Herr in der Spiegel. Dame? Hast du abgefüllt? Ja. Okay, bitte.
Sie haben gesagt, dass Sie vor allem in Ihrer Ruhestandszeit sich jetzt mit diesen Themen beschäftigt haben. Ich nehme an, wahrscheinlich vorher auch schon, dass Sie da viele Informationen hatten. Und ich würde gerne wissen, was macht man dann damit, wenn man in so einer Position ist wie Sie und dann diese ganzen Hintergrundinformationen hat? Naja, also Sie müssen ja sehen, im Kalten Krieg, da war kalter Krieg. Ne? Also, ja, eine völlig andere Situation. Ja? Also da gab es die Sowjetunion als Gegenpart, da konnten die Amerikaner nicht machen, was sie wollten. Nirgendwo in der Welt. Ja? Und da hat sich die Gelegenheit gar nicht ergeben für solche Spielchen, wie wir sie heute erleben mit den Amerikanern. Weil immer die Sowjetunion als Gegenpol da war. Und da gab es für mich auch nicht viel, sagen wir mal, zu spekulieren. Ne? Oder den Dingen nachzugehen. Das Einzige, worüber ich mich immer furchtbar aufgeregt habe, wenn ich an NATO, also an Wintex-Übungen teilgenommen habe, was ich ja mehrfach getan habe, über das Szenario, was dort ablief, also das militärische Drehbuch, nachdem die Übung ablief. Das war schrecklich. Weil es immer zu einem bestimmten Zeitpunkt darauf hinauslief, im Spiel die DDR und Osteuropa atomar anzugreifen mit deutschen Tornados. Mit bundesdeutschen Tornados. Und das hat dann allerdings auch 1989 bei der letzten Wintex-Übung dazu geführt, dass der den Bundeskanzler vertreten hat im Regierungsbunker, im Spiel, nämlich jener heute Abend mehrfach erwähnte Willy Wimmer, gesagt hat, als diese Situation wiederkam, obwohl wir Gorbatschow hatten, Glasnost hatten, wir hatten die Abrüstung in Helsinki, ja, zwischen Reagan und Gorbatschow, die Vernichtung der Mittelstreckenwaffen, das war ja schon alles verabredet. Und die haben wieder so ein Spiel gemacht wie vor 30 Jahren, ne? Die Sowjets sind erdrückend überlegen konventionell, also müssen wir atomar eskalieren. Und zum Schluss gab es allgemeine Freigabe der Atomwaffen durch den amerikanischen Präsidenten. Jeder Kommandeur konnte, der über welche verfügte, konnte selbst entscheiden. Und dann flogen deutsche Tornados, flogen also nach Dresden und nach Rostock und nach Prag und nach Warschau und sollten dort amerikanische Atomwaffen abwerfen. Und da hat Willy Wimmer gesagt, stopp, wir machen jetzt Schluss. Ich gehe jetzt zum richtigen Bundeskanzler, Kohl, und werde ihm vorschlagen, dass Deutschland aus der Übung aussteigt. Und da hat der Kohl gesagt, genau das machen wir jetzt. Und da war die Hölle los. Ne? So. Also so viel auch zur Frage der Souveränität. Ja? Man muss sie wahrnehmen. Wir waren ja damals nicht voll souverän. Aber Kohl hat gesagt, jawohl, wir steigen aus der Übung aus. Ja? Und heute, wo wir voll souverän sind, auf Papier, was machen wir da heute? Oder denken Sie an die Ostpolitik? So. Und da war aber noch was, ne? Da war noch eine Frage dabei. Ach so, was ich persönlich damals gemacht habe, wie gesagt, nicht viel, mit Ausnahme des Jahres ab 98. Ja. Also als die auf dem Balkan die Geschichte hochkochte. Da haben wir ja, also wenn man so lange ist in der Luftwaffe wie ich, dann kennt man viele Leute, auch im Ministerium und auch Nachrichtenleute und bekommt dann öfter auch mal Einblick in Dinge, die man offiziell nicht zu sehen bekommt. Und dann habe ich unter anderem aber ganz regulär die wöchentlichen Unterrichtungen des deutschen Parlaments bekommen über die Lage in den Einsatzgebieten der Bundeswehr. Denn die waren ja damals schon in Bosnien als Blauhelmtruppe. Ne? Und da war immer auch eine Lagebeurteilung zum Kosovo drin. Und diese Lagebeurteilung lautete immer so, es ist ein Bürgerkrieg, an dem alle Seiten oder beide Seiten gleichmäßig beteiligt sind, auch an den Schweinereien, die da passieren. Keine einseitige Schuldzuweisung an die Serben. Niemals die Rede von Vertreibungen, sondern von Flüchtlingen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und Völkermord oder ethnische Säuberung war da nie drin, diese Begriffe, mit denen die Politik operiert hat, ja, um zu begründen, warum man da militärisch vorgehen muss. Das hat mir dann allerdings, da habe ich dann Reaktionen
gezeigt. Ja. Also da habe ich mit der Presse gearbeitet dann, ne? Und habe also auf die Diskrepanz hingewiesen zwischen den Papieren des Ministeriums und den Äußerungen der Politik. Ja. Ich habe zwei Fragen, eine betreffend der MH17 und eine andere moderne Waffen. Bei der MH17, beim Flugzeug, zu dem sogenannten Abschuss, gibt es ja die Analysen von dem deutschen Piloten Peter Heisenko. Und der präsentiert zwei wichtige Sachen meinerseits. Also, so wie ich das sehe, einerseits beim Cockpit hat es gleichzeitig Eintritt und Austritt von Kugeln, also Löcher, und noch wichtiger, der Streifschuss auf den Flügel in Richtung Cockpit. Der Streifschuss auf den Flügel kann eigentlich nur von einem schießenden Flugobjekt gemacht werden, was auf der gleichen Höhe ist wie die MH17, die sie noch in der Luft war. Was dafür sprechen würde, jetzt für jetzt ukrainische Maschinen, die jetzt das beschießen. Denn dass russische Flugzeuge 60 Kilometer den ukrainischen Luftraum eindringen, das ist ja unwahrscheinlich. Das war die erste Frage zu den MH17 und dann die zweite Frage zu modernen Waffen. Was würden Sie sagen, gibt es an modernen Waffen jenseits von Atomwaffen und Laserwaffen? Da gibt's ja, da fängt ja eigentlich das Moderne eigentlich erst an. Also die zweite Frage kann ich Ihnen ganz kurz beantworten. Also mit Militärtechnik setze ich mich nicht auseinander. Da verzettelt man sich. Ja. Da würde man nicht mehr zu den eigentlichen Fragen kommen. Militärtechnik ist für mich nur ein Mittel. Ansonsten mehr nicht. Ja. Mich interessieren eher die Zwecke, ja, und die Absichten. Womit man das macht, das, darüber gibt es genügend Spezialisten, die sich da mit auseinandersetzen. Also deswegen ist das für mich kein Thema. Ich meine, der Tag hat 24 Stunden und da kann man einfach nur sich darauf beschränken, wo man für sich den Schwerpunkt gesetzt hat. Ne? Und so ähnlich ist das auch ein bisschen mit der MH17. Ne? Also ich kenne die Äußerungen und auch seine Dokumentation, ich kenne die Bilder, ich kenne auch den Artikel von dem Oberst Eddie Brettschneider, der in Neuen Deutschland geschrieben hat, das könne keine Bug gewesen sein. Zur Erklärung, der war in der Nationalen Volksarmee der DDR Flugabwehrraketenoffizier und Kommandeur einer solchen Einheit mit demselben System. Und war mehrfach zum Gefechtschießen in der Sowjetunion, zum richtigen scharfen Gefechtschießen. Und der hat sich ähnlich geäußert. Ja. Er hat gesagt, es kann keine Bug gewesen sein. Ich kann es nicht beurteilen. Mein Freund Jürgen Rose, vielleicht auch bekannt, Jürgen Rose, Oberstleutnant AD, Mitglied im Samstädter Signal, Alternative Soldatenvereinigung, der ist ausgebildeter Flugabwehrraketenoffizier am System Hawk, was wir heute nicht mehr haben in der Luftwaffe, der wiederum sagt, das kann durchaus eine solche gewesen sein. Ja. Und er sagt auch, selbst wenn man jahrelang mit dem System nicht mehr gearbeitet hat, er sagt also, wenn ich heute in einen Gefechtsstand von Hawk gehe, nach 12 Jahren Ruhestand und anderen Funktionen, dann brauche ich maximal 20 Minuten und dann bin ich wieder voll funktionsfähig in den Gefechtsstand. Also da gibt es so viele Meinungen, ja, also da kann man wirklich nur spekulieren. Deswegen muss man fordern, dass die Untersuchung fortgeführt wird, dass die Ergebnisse auf den Tisch kommen und dass alle, die etwas zurückhalten, das aufgeben, ja, und der Öffentlichkeit präsentieren. Anders kommt man da nicht weiter. Gut, herzlichen Dank.